Ja, hallo. Anniversary Event in Forge of Empires. Ich bin mal wieder im Livestream mit Forge of Empires. Also Livestream ist ja nichts Besonderes. Ja, ein neues Arak-Bild, richtig. Muss ich nochmal zeigen, muss ich nochmal zurückgehen. Er hat mir eine ganze Reihe von Bildern gemacht. Und das ist so ein bisschen die Kombination aus dem alten und dem neuen, mit oben dem Skyrim-Feeling und unten die Spiegelung des älteren Bildes. Genau. Auf jeden Fall sehr schön. Also er hat auch dann noch das ohne, also das Skyrim-Bild ohne den Rest gemacht, aber das kann ich ja leider nicht so einbauen. Kann ich ja leider im Skyrim-Stream nicht so einbauen. Ich könnte es nur permanent einbauen. Und ich habe gesehen, es gibt irgendwelche Tools, womit man übers Handy steuern kann, welche Hintergründe gerade angezeigt werden. Also das wäre vielleicht doch möglich, mit Skyrim das zu machen und da die Hintergründe zu wechseln, also die Overlays anzupassen. Aber damit müsste man sich erstmal wieder auseinandersetzen, ne? Genau, und ich muss, glaube ich, muss mich da irgendwo anders neu registrieren, wo das dann eben doch möglich ist, wo man ein Overlay basteln kann, wo es dann einmal dadurch geschickt wird. Selbst über die PlayStation. Genau. Wobei so, ob das über die PlayStation funktioniert, so ganz sicher bin ich gar nicht. Naja. Okay. Ja. Es ist viel passiert, wie man sieht. Ich bin geplündert worden. Sehr erschreckend. Ich habe gerade mal 2 Monate oder so nicht gespielt und ich wurde. Mir wurden 3 Gebäude geplündert. Geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Ist gar nicht so schlimm. Ja, und es gibt ein neues Event, das Anniversary Event. Und das wollte ich mir auch mal näher anschauen. Ja, sehr schrecklich. Genau. Genau, das wollte ich mir auch mal näher anschauen. Und dazu müssen wir erstmal, denke ich, hier nochmal die Ankündigung rüberziehen. Weil ich weiß ja wirklich noch gar nichts darüber. So. Passt das ins Bild? Passt ins Bild. Sehr schön. Okay, also. Es gibt eine neue Mechanik. Die Spieloberfläche sieht so aus. Ich habe das ja schon mal bei Pi gesehen, der hat ja schon ein Stream dazu gemacht zum neuen Event, wo er zusammen mit Josie da kombiniert hat und wo man sehen konnte, wie da was zusammengemerged werden muss oder zusammengeschoben werden muss. Vielleicht könnt ihr mir ja da Tipps geben. Ich bin jetzt zu faul, mir das durchzulesen. Genau, es geht auf jeden Fall darum, Schlüssel zu bauen und mit den Schlüsseln kann man dann irgendwie weiterkommen und anscheinend Kisten öffnen. Hast den Anfang verpasst bei Pi, okay. Na dann versuchen wir mal den Anfang nochmal zu rekonstruieren, würde ich sagen. Und ich habe schon gesehen, es gibt extrem futuristisch aussehende neue Hauptgebäude. Die passen sehr gut zur Arche, denke ich. Sieht sehr schön aus, sieht sehr schön aus. Genau. Future Positive. Das ist das gleiche. Und das gibt es auch noch herbstlich. Etwas herbstlicher. Genau, das sind die 3 Varianten davon. Der eine hat mehr Münzen, Renovierungskit und Coin Production Boost.
Der hier hat Defense Boost und Attack und Defense. Ja, Defense and Attack for Defense and Attack. Okay. Defense and Attack for Defense and Attack. Sehr interessant. Wahrscheinlich for Attacking Army, schätze ich mal. Oder for Defending Army, weil hier ist ja eh schon als Grundwert Attacking drauf. Schauen wir uns gleich nochmal näher an. Und dann gibt es ein weiteres Gebäude, welches Blaupausen liefert. Auch nicht schlecht. Gerade so für kleinere Spieler. Und Random Units. Sehr große Varianz. Und Happiness. Okay. Die sind wirklich sehr voneinander sehr unterschiedlich. Sonst war es ja immer so Angriffskraft und Handel. Also Angriffskraft und Güter. Aber die sind ja wirklich sehr unterschiedlich zueinander, ja? Ach so. Das ist der Royal Tower of Conjunction. Das ist nochmal ein anderer. Phantom Tower of Conjunction. Ich weiß gar nicht, was Conjunction heißt. Ja, nur die Konjunktion. Und nicht, was es heißt. Türerball. Wikiwahl. Vielleicht kannst du mal kurz nachgucken. Genau, und das ist hier im Prinzip das, das Ding mit den Gütern, ne? Supplies and Metals, Goods, Guild Goods, Previous Peers, also frühere Zeitalter Güter. Ein Plus 1 Kit. Ja, und ein Vorratsproduktionsboost. Okay, also das sind so die klassischen beiden Dinger mit eins mit Gütern, eins mit Angriffskraft. Nee, das hier und das. Und die hier sind nochmal anders. Reno Kit. Und Blueprints und Random Units. Okay. Ich denke mal, der Scholar Tower of Conjunction könnte durchaus. Scholar Tower of Conjunction. Verbindung heißt Conjunction. Ja, macht irgendwie Sinn. Konjunktion. Hm. Ja, klar. Okay. Aber mal schauen, wie sie das übersetzen. Königlicher Turm der Verbindung? Oder royaler Turm der Verbindung? Ich weiß nicht. Bin gespannt, wie das übersetzt wird. Okay, ja, also vier verschiedene Ausprägungen des Turms. Interessant. So. Dann haben wir noch einen Key Master Workshop. Was hat denn der für eine Grundfläche? Hier habe ich schon gesehen, die haben 7x3. Auch eine sehr coole Grundfläche eigentlich für die Ecken. Da muss man nicht so tief rein in die Ecken. Und kann ja, die Straße ein bisschen weiter außen anbringen. Das hier sieht aus wie 3x4 oder 4x5. Irgendwie sowas. Produziert auch ganz gut Forge-Punkte und Güter. Tower of Conjunction Selection Kit Fragment. What? Was ist denn das? Man braucht dieses Gebäude, um dieses zu bauen. 100 Stück benötigt. Dauert ein bisschen. Für eine Stufe 50 Tage. Spannend. Was bedeutet das? Weißt du das schon, Thürerweil? Warum gibt es denn hier Selection Kits für das Gebäude? Kriegt man das Gebäude nicht auf Stufe 10 während des Events und muss dann noch ein bisschen nachlegen? Sieht ein bisschen danach aus, oder? Okay, dann gibt es hier irgendwelche Epic-Kits.
Golden Orrery. Aha, also da kriegt man was aus dem letzten Jahr noch dazu. Historical Questlines Kits, genau, das aus den historischen Questlines, dass man da All Buildings, okay. Auch spannend. Das habe ich mir nicht angeguckt. Mit dem Druidengebäude. Aus dem Sozialdemokratischen Partei Deutschland Event. Ja, okay. Dann gibt es eine Rangliste. Und für die Top-Spieler gibt es dann auch eben diese Dinger hier. Aber selbst schon für den Amateur gibt es so ein Historical Kit. Und es gibt auch noch Upgrade-Kits für irgendwelche Sachen. Müssen wir uns, glaube ich, nochmal in Größe angucken. Und ein recht hässliches Es erinnert mich an was. Ist ein recht hässlicher Avatar. Aber erinnert mich an den Targaryen aus House of the Dragon, der eine Augenbinde hat. Und der hat komische Haare. Ja, die anderen sind, denke ich, okayisch. Ja, mit dem kann man dann nur angeben, dass man die Liga abgemeistert hat, die Goldliga. Das Eventgebäude kann man bis jetzt noch ohne Straße bauen. Echt? Da ist keine Straßenanbindung zu notwendig. Das ist ja spannend. Naja. Sieht doch eher aus wie. Naja, als müsste da keine Straße hingehen. Als würde man da zu Fuß hinflanieren. Sieht sehr gemütlich aus. Sehr hübsch auf jeden Fall. Genau, hier sind Maße 3x7. Und hier ist noch dieser Key Mastery Workshop, der ist 2x3. Also recht klein. Okay, naja, dann bin ich mal. Schaue ich es mir mal näher an. Ich sammle erstmal ein. Wobei, ich sollte vielleicht erstmal hier ein bisschen was machen. Energies kriegt man. Und mit der Energie muss man dann vermutlich diese Steine kaufen, die man dann da miteinander vermischen kann. Es hat auch eine eigene Melodie. Hört ihr die? Ja, oder? Ah. Danke, Tyrawai. Ja, Level Up für Inno. Eine neue Melodie komponiert. Also ist sowohl. Hat irgendwie was Elektronisches, aber auch ein bisschen was Mittelalterliches, ne? Diese Melodie. Ist interessant. Hallo André, guten Abend. Naja, zu spät bist du nicht wirklich. Ich bin nur im Moment die Ankündigung durchgegangen und jetzt schaue ich aufs Spiel. Und es geht auch nur bis Level 10, interessanterweise. Hier in der Liste. Also es geht gar nicht bis zu diesen Stufen hier.
sondern nur bis Stufe 10. Und da hat das Ding 9 Forge-Punkte und 13 Angriffskraft. Und 20 Güter. Boah, es ist ganz okay, denke ich. Ist jetzt nicht der Hit, aber glaube ich nicht schlecht. Ich meine, es ist ja auch nicht so groß. Es hat ja nur mit 7x3 21 Felder. Da gab es ja jetzt andere Gebäude, die waren viel, viel größer schon, ne? So von der Grundfläche. Und wenn es ohne Straße bleibt, dann hat es auch was für sich. Dann kann man es halt irgendwo wirklich an den Rand stellen. Außen hin. Dann ist es halt eine Dekoration. Aber eigentlich ist es eine Dekoration? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ein Wunder hat es keiner, oder? Ne, es hat keine Einwohner. Könnte eine Dekoration sein. Also quasi als Dekoration gewertet werden. Ist natürlich ein Eventgebäude. Aber keine Ahnung, wie das dann weiter funktioniert. Dann muss man ja... Dann hat man es jetzt auf 10. Okay. Und dann gibt es diese... Wahrscheinlich... Sea Prizes, genau. Hier müsste es ja jetzt irgendwo dieses... Oben... verwundert. Level 4 ist das. Okay, das muss man also auch noch aufleveln. Und das gibt's auf der Leiste oben. Das heißt, du kriegst es nicht ohne 14,99 auszugeben. Oder kriegst du dieses Gebäude irgendwo anders? Auf Stufe 1 bringt es dir auch noch nichts. In dem Sinne. Erst auf Stufe 3 kriegst du Fragmente. Das ist ein verdammt gutes Gebäude für die kleine Größe. 2x3, ne? 2x3, ja, 3x2. Wow, okay. Hallo Onata. Guten Abend. Ist auch ohne... da braucht man eine Straße. Road required. Guck ich jetzt hier nochmal. Kann's gar nicht glauben. Keine Road required, okay. Okay, dann kriegst du hier diese Fragmente. Die heißen Tower of Conjunction Kit. Gelber Pfeil, grüner Pfeil und Grundgebäude. Gelber Pfeil oder goldener Pfeil ist dann wahrscheinlich der Premium-Ausbau. Also der hier. Okay. Gut. Kriegt man aber nur gegen 15 Euro. Obendrauf gibt es dann noch Kobaltblaue Lagune. Dieses lächerliche Gebäude. Aber es ist ein bisschen besser geworden, da es einen Forgepunkt produziert. Hat es, glaube ich, früher nicht. Jetzt ist es eine Deko, die einen Forgepunkt produziert und bleibt auch eine Deko, die einen Forgepunkt produziert, nachdem der normale Effekt abgelaufen ist. Das bedeutet, es macht noch Sinn, das Gebäude stehen zu lassen. Dann hat man es irgendwo in der Ecke, dann verdoppelt es zwar nicht mehr die Forgepunkte, die man einsammelt,
für 5 Tage. Und zweimal. Aber du hast halt immer noch, kriegst halt immer noch täglichen Fortschritt aus einem relativ kleinen 2x2-Gebäude. Also so ähnlich wie ein Schrein des Wissens, aber auch noch mit Happiness und kann halt irgendwo am Rand stehen. Boah, dann gibt es ein Heckenlabyrinth und das Grundgebäude für den Workshop. Dann, das muss ich mir mal angucken, genau. Ah, man kann sich eins aussuchen aus dem historischen Event, ein Gebäude. Ja, das ist doch nett. Magnum Opus kann man immer gebrauchen und wenn nicht, dann nimmt man eins davon. Das ist, denke ich, ein nettes Kit. Nein, André, auf keinen Fall. Ich weiß doch nicht mehr, was ich gesagt habe in den letzten Minuten. So, und das Anniversary Kit gibt es auch. Mit allen Sachen aus dem letzten Anniversary Event, aus dem Geburtstagsevent. 10 Jahre Forge of Empires. Ja, die Sachen, die da oben sind, sind schon gut. Kann man nicht meckern. Dieses Finish All Production, das ist ja auch neu. Das habe ich gelesen, habe ich selber ja noch nicht gespielt oder, also da habe ich nicht mehr gespielt, als das eingeführt wurde. Aber es ist auch ein gutes Ding. Definitiv. Also da oben ist schon kein Mist. Ah, hier. Golden Upgrade, ja, genau, golden. Meine ich ja, dass das golden sein soll, obwohl ich finde, das sieht eher gelb aus. Gelber Pfeil. In der Silberliga. Ja, vielleicht hast du recht. Dann gäbe es noch eine Möglichkeit, da ranzukommen. Und aber sonst ist es ja auch nett, ne, wenn du diesen Key Mastery Workshop hast. Dann kannst du dir die Dinger hier auch an den Rand stellen. Kriegst du vielleicht 2 oder 3. Weiß ich nicht, wie viel man davon zusammenkriegt. Über die Eventzeit. Und ja, dann produzierst du halt täglich irgendwie 2, 4 oder 6 Fragmente. Und hast halt alle paar Tage ein neues Kit. Und kannst dir dann immer mehr von den Dingern hinstellen. Also den hier. Und auch ausbauen auf die neue Stufe. Oder auf die bessere Stufe. Stufe 11. Auf Stufe 11. So, scroll ich noch ein bisschen weiter. Unten ist nichts Spektakuläres, nicht wirklich. Ja, Spezialgüter gibt es hier anscheinend auch jetzt. Trotzdem nicht wirklich was Spektakuläres auf der unteren Leiste. Klar, die Upgrade-Kits für das Gebäude und dann die üblichen Helferlein und Forge-Punkte. Okay, du meinst auch in der Silberliga? Ja, recht. Hast du recht. Das hilft dann natürlich. Dann kann man das auch so auf Stufe 11 ausbauen. Ah, und hier kriegt man auch noch mal ein zusätzliches Kit für den Workshop oder das Grundgebäude. Aber du wirst wahrscheinlich ohne den Diamanteneinsatz nicht in die Goldliga kommen, schätze ich mal. Wobei, noch kenne ich die Spielmechanik ja nicht.
Oder nicht wirklich. Wie gesagt, bei Pi habe ich ein bisschen was gesehen. Aber auch noch nicht wirklich. Okay, wir haben. Haben es hier. Okay, Spawn and Merge. Also Spawn and Merge ist, erinnert mich sehr an das aktuelle Event in Rise of Cultures. Das hatte ich ja auch da schon geschrieben. Ich schieb's mal hier rüber, habe ich auch offen. Kann ich euch zeigen, Rise of Cultures. Denn auch hier hat man quasi dieses Spawn and Merge. Du kannst hier verschiedene Schmiedegüter, ja, in dem Fall sind es halt Schmiedegüter, spawnen und du kannst sie, wenn du die miteinander vermischst, erreichen die Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 und so weiter. Aber man braucht dann hier im Prinzip eine bestimmte Kombination, die man zusammen kombinieren muss. Genau, also man hat so ein Spielbrett, wo man was hinlegen kann. Ist also ein bisschen recycelt, denke ich, aus Rise of Cultures oder andersrum. Rise of Cultures hat das Recycelte aus Forge of Empires bekommen. Okay, Collect Energy. Ja, die kriegt man aus den Quests. Ich habe gerade, bevor ich den Stream gestartet habe, ein Ereignis eingesammelt. Da habe ich auch eins bekommen. Täglich einloggen. Ja, okay. Und die Ereignisse. Genau, und dann Merge Keys. Also Schlüssel zusammen kombinieren. Also das hat alles irgendwie ein Schlüsselstück darauf und du brauchst zwei unterschiedliche Schlüsselstücken, um einen vollen Schlüssel zu bauen. Okay. Und dann kann man damit die Kiste öffnen. Gut. Und hier ist es ja so, hier haben wir so ein Fähnchen. Ich glaube, ein Bart und ein Arsch. Wie haben die beiden das genannt gehabt im Stream? Irgendwie ganz lustig war das. Okay. Brickman schreibt, ich meine, das Inno es jetzt nur noch so macht, dass man nur gegen Echtgeld die obere Leiste bekommt. Es ist ja okay, aber wieso nicht von Anfang an? Denn wer Geld dafür ausgeben will, soll auch was Besseres bekommen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt das Problem, ne? Dass es eben nicht von Anfang an war. Früher war es halt was, was man mit Diamanten freischalten konnte. Und damit war es halt für alle zugänglich und jetzt wurde es insofern geändert, dass es nicht mehr so ist, dass es für alle zugänglich ist. Und das ist dann eben das Problem. Und das stört halt viele. Finde ich aber okay, wenn es Möglichkeiten gibt, trotzdem an das Hauptgebäude zu kommen. Und das ist ja gegeben, wenn man in die Silberliga kommt. Und da ist dann natürlich die Frage, wie schwer das ist, in die Silberliga zu kommen. Ja. Top 5%. Also ich werde es bestimmt nicht schaffen. Ich werde es bestimmt nicht schaffen. Okay, gut, wir versuchen es jetzt mal. Wir kombinieren mal hier diese beiden Kristalle. Der eine hat eben die Schlüsselrückseite, der andere die Schlüsselvorderseite. Ach, geht gar nicht. Ich muss erstmal hier drauf drücken. Gut, dann drücke ich mal da drauf. Okay, dann haben wir jetzt hier ein Kristall ohne was. Den soll ich damit kombinieren. Gewinne eine Blaupause. Kombiniere dann die. Und dann packe ich sie zum Schlüsselmeister. Und dann kann ich eine Kiste öffnen. Mal zwei.
Warum krieg ich mal 2? 24 Forge-Punkte ist schon ordentlich. So, dann habe ich hier einen Reset-Board-Knopf. Claim and Reset. Was soll das bringen? Okay. Okay, ich krieg jetzt ein Finish Production Dingsdi. Für ein Spezialgebäude meiner Wahl. Aber das ist auch neu, das kenne ich auch noch nicht. Ist aber auch gut. Und jetzt ist die Leiste wieder voll. Ich verstehe nur nicht warum. Continue Board Reset. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt das Board resetten konnte. Weil ich kann mir doch neue Sachen hier über diesen. Über das hier machen. Ah! Die haben keine Schlüsselteile dran. Okay. Wahrscheinlich, weil ich immer ein Kristall ohne was brauche. Einen mit dem Vorderteil und einen mit dem Hinterteil vom Schlüssel. Wenn man alle ergrauten Felder entgraut hat, bekommt man extra Belohnung. Was sind denn entgraute Felder? André? Wenn jeder unter die Top 5% will, dann kommt man nicht unter die Top 5%. Das ist richtig, Onata. Aber es gibt halt relativ viele Spieler, die nicht wirklich aktiv sind. Ich zum Beispiel. Ich müsste ja eigentlich in dem 100% Pool sein, denke ich mal. Aber ich spiele halt gerade gar nicht. Aber es könnte sein. Oh, Pi hat mich motiviert. Danke, Pi. Es könnte sein, dass ich aus dem Pool falle, weil ich im Moment gar nicht aktiv bin. Die Fenster, die noch gesperrt sind. Du meinst jetzt hier die Kisten oder was? Die Silberkiste. Und man bekommt diese Atomkerne oder was es sein soll, um auf der Leiste voranzukommen und große Preise zu machen. Ja, und dafür braucht man halt die Schlüssel. Genau, das erinnert mich auch wieder, also die Schlüssel erinnern wieder an die Mechanik aus Rise of Cultures, weil du musst ja hier auch bestimmte Sachen bekommen. Eben nicht Schlüssel, sondern bestimmte geschmiedete Sachen. Und die musst du zusammenbekommen, dann kannst du halt eine dieser Kisten öffnen. Ja. Und hier brauchst du halt Schlüssel und kannst eine dieser Kisten öffnen. Genau, also die Spielmechanik ist ähnlich. Nur hat man da auf diese Vorder- und Hinterteile Schlüsselsachen verzichtet. Da kann man beliebig kombinieren. Die roten, blauen und grünen. Du meinst die Kristalle. Und wenn die Kristalle alle weg sind, dann bekommt man eine extra Belohnung. Ist es das, was du mir sagst? Also ich kann ja jetzt hier diese Eierkristalle nehmen und hiermit vermischen und dann das damit vermischen. Möchte er nicht. Warum möchte er das nicht? Ach so, weil das falsche Ei ist. So, das damit vermischen. So. Und ich kann das jetzt noch weiter vermischen. Das sind jetzt hier drei Schlüssel. Mal 4
von diesen Dingern. Mal 2. 3 Schlüssel. Mal 4. Nicht mehr gesperrt. Ich sehe nicht, wo du meinst, was gesperrt ist. Also, ja, hier ist kein grauer Hintergrund. Das sehe ich. Dreier fertig, in den Konverter. Zack, in den Konverter gepackt. Kombiniere ich hiermit. Kombiniere ich hiermit. Ist kein Dreier. War ja auch blöd, das zu kombinieren. Oh, kann das bewegen. Okay. Hier ist noch eine Liste, was es gibt, wenn man was mischt. Zwei grüne mischen, dann gibt es Angriffskraft. Hä? Der gibt einen Schlüssel, der gibt zwei Schlüssel, weil es das größere Ei ist. Sozusagen. Ja, okay. Gut, das ist alles logisch. Ich habe gerade nicht richtig drauf geachtet. Das war doof von mir. Und das kann ich jetzt hier gar nicht mischen. Anscheinend. Noch so ein Ei machen. Da kann ich hier oben mit. Und dann kann ich das hier mitmischen. Ja. Und dann. Das ist aber nur ein einer. Oder noch kein großer Schlüssel. Denn wenn ich die hier mische, dann wird es noch größer und dann habe ich 3. Und warum kriege ich nur blaue? Muss das so? Ah, grün. Gibt auch anderes. Okay, kann ich das hier kombinieren? Und dann brauche ich noch den anderen Teil und dann ist es fertig. Zack. Und noch einmal. Davon habe ich auch genug auf dem Brett. Oh. Nö. Doch nicht. Falsch gemacht. Also grün. Falsch gemacht. Ich brauche jetzt, wenn ich die vermische, kann ich den mit dem. Genau. Da muss man schon ein bisschen vorplanen. Mit dem. Zusammentüdeln und jetzt ist er ein Einer und jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen, um einen Dreier draus zu machen. Wovon habe ich denn viele? Von den Schlüsselärschen. So. Nämlich den. Fertig. Okay, dann das. Da habe ich den. Und für den habe ich kein Pärchen. Jetzt kann ich den verbessern damit. Und dann kann ich den mit dem mischen. Und jetzt habe ich wieder Dreier fertig. Und jetzt kann ich hier auch mal so eine große Kiste öffnen. Hanami Bridge Selection Kit. Ist doch Mist.
Terrakotta-Weingut. Auch nicht der Hit. Aber egal. So, ich kriege auch die 100 Granit. Und habe jetzt eine ganze Menge von den Fortschrittsdingern bekommen. Und nicht nur die plus 13, die da standen. Genau, ich habe mich nämlich auch gewundert, weil wenn man hier die anwählt, dann gibt es hier ja auch nochmal mal 4 und sowas. Mal 2. Gibt es vielleicht irgendwie welche Kombinationsmöglichkeiten? Nicht so wirklich verstanden. Okay, den kann ich kombinieren mit... Sollte ich kombinieren mit diesem Teil? Denn von denen hier habe ich 2, aber keinen mit dem Schlüsselhinterteil. So, die habe ich hier auch mehrfach, deswegen kombiniere ich die und zack. Okay. Gestern stand von den Kisten eine 2 und ich bekam alles doppelt. Hatte ich vorhin auch. Da habe ich hier den Preis eingesammelt. Das waren Forge-Punkte. Und da stand auch mal 2. Und ich habe es doppelt bekommen. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Warum? Dieses Mal waren es nur 13, oder? Ne, war auch mehr als 13. Ich habe leider die Zahl, die ich davor hatte, sofort vergessen. Irgendwas mit 50, oder? 56 oder sowas? Dann wären es 22 gewesen. Einmal am Tag bekommt man die doppelte Punktzahl. Steht das irgendwo, Engel? Also gibt es hier irgendwo einen Hinweis darauf? Am nächsten Tag? Okay, man kriegt diese Dinger hier aber relativ günstig. Im Forum, ja. Im Forum ist gut. Und hallo Engel, ja, auch hallo von mir. Im Forum liest ja keiner. Außer wir vielleicht. Aber jetzt der Durchschnittsspieler ja eher nicht. Und ich ja jetzt auch nicht mehr. Kann ich nicht kombinieren. Jetzt wird es aber langsam leer. Hätte man doch den anderen nehmen sollen. Zack. Oh, kriege ich schon so ein großes Ding. Hilft mir jetzt gerade nicht. Das kann ich kombinieren mit dem oder dem. Ne, mit dem hier. Ja, da habe ich keine Schlüsselteile dran. Kann ich zwar kombinieren, hilft mir aber nicht wirklich. Ja, noch mehr davon. Da habe ich auch nichts von.
Das kann ich mit dem zusammentun, aber da fehlt dann der andere Teil wieder. Ich brauche ein kleines. Ja, ich komme ja nicht weiter, weil ich. Ja, mit dem könnte ich noch kombinieren, dann hat er den schon. Na komm, immer das Gleiche hier. So, genau, den kann ich hier mit dem kombinieren, dann kann ich diesen. Warum? Ach so, weil das noch nicht. Und jetzt hiermit kombinieren. Dann ist es wieder fertig. Auch grüne. Das war's. Okay, Moment. Habe ich was falsch gemacht, Engel? Habe ich was falsch kombiniert? Ja, okay, gut, dann muss ich mal ein bisschen. Ah, hier gibt es auch noch Schlüssel. Als Tageschallenge kann man sich noch Schlüssel machen. Also im Forum steht laut Engel, Ihre erste Truhe jeden Tag wird auch einen Bonus haben, der die Preise erhöht, die Sie aus der Truhe erhalten. So wählen Sie Ihre erste Truhe des Tages sorgfältig aus. Also, wählen Sie Ihre erste Truhe des Tages sorgfältig aus. Ja, okay, das muss man dann wohl. Easy. Kriege ich noch einen extra Schlüssel? Ja, das macht den Kohl jetzt auch nicht fertig. Ich wollte eigentlich das Board leeren. Okay, wie kriege ich das hin, das Board zu leeren? Irgendwohin müssen die Forge-Punkte. Na, da gibt es ja Möglichkeiten. Kriegt John in seine Arche. Und Siliciano. Ist neu. Habe ich schon? Nein. Okay. Okay, dann werde ich jeden Tag die Truhe öffnen, die größte, und wenn der Tagespreis mir gefällt, haue ich alles raus. Ja, genau, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Dann auf den Tagespreis zu gehen, mal wieder, wenn er gut ist. Blauen Schlüssel habe ich noch bekommen. Und vielleicht täglich, ja, täglich einmal eine Truhe einzusammeln wegen der Verdopplung. Klingt sinnvoll, denke ich. So, Dekoration soll ich bauen, das kriege ich hin. Welches Zeitalter? Meins, okay. Meins. Nehmen wir hier. Diese. Habe ich wieder Energie und dann 15 Minuten Produktion. Und zwar wie viele? 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, die soll ich vielleicht auch eher noch nicht einsammeln, weil wer weiß.
Ich kenne mich so gar nicht mehr aus. Ich hab alles vergessen, Leute. Ich habe alles vergessen. Okay. Ich will nicht diese großen Dinger. Ja. So ein grünes, aber nicht so ein kleines. Oder mehr von den kleinen. So, das kann ich hier wieder kombinieren, aber dann komme ich nicht weiter. Da mir der Schlüssel hintern fehlt. Aber ich muss ja, wie André sagte, diese Dinger auch kaputt machen. Also diesen grauen Hintergrund wegmachen. Kann ich halt damit kombinieren, aber hilft mir auch nicht. Dann mache ich halt so einen Schlüsselvorderseite kaputt. Genau, so lieber so rum, würde ich sagen. Jetzt kann ich den nehmen und dann kann ich den jetzt hier mit kombinieren und habe so einen Dreierschlüssel gebaut. Liegen hinter einer Glasscheibe. Ja, genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Hast du recht. Also ich brauche noch grüne. Ja, das hilft. Den kombiniere ich hiermit. Ja, muss ich ja so machen. Dann kann ich das damit kombinieren. Dann habe ich jetzt auch den Dreierschlüssel. Aber dann habe ich jetzt noch einen offen, den ich noch nicht wegkriege. Continue board. One daily reset remaining. Also ich kann jetzt einen Reset sowieso machen. Aber macht jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, den jetzt zu machen, weil ich das Board fast geklärt habe. Ja, weiß ich nicht, Tyrawal, ob ich dann noch da bin. Ich könnte mir vorstellen, dass Josie und oder Pi oder beide. Nee, nicht oder. Josie alleine oder mit Pi. Bald starten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Appetit, Tyrawal. Lass es dir schmecken. Was sollte man aber, wenn es live kommt, nicht unbedingt immer versuchen, da man im Zweifel viel. Pi, warum? Das sollte man aber, wenn es live kommt, nicht unbedingt immer versuchen, da man im Zweifel viel Event-Währung raushauen muss. Wollte es aber mal versuchen und Dias dafür investieren, es lohnt sich also nicht immer. Worauf beziehst du dich jetzt, André? Auch so begeistert wie ich? Ja, total. Pi, total begeistert. Be ghosted. Und es ist mir schon aufgefallen, dass es etwas ähnlich ist zur Spielmechanik in Rise of Cultures, falls du das noch nicht gesehen hast. Auch hier gibt es ein Brett, auch hier kann man diese Sachen miteinander kombinieren. Dann verändern sie sich und am Ende muss man, macht man da, packt man die in Kisten und kann damit Kisten freischalten.
Erkenne da eine gewisse Ähnlichkeit. Ist aber okay, denke ich. Finde ich nicht verwerflich, dass sie das, was sie in Rise of Cultures machen, grafisch ein bisschen anders aufarbeiten und hier genauso nutzen. Ja, genau. Ja, und warum auch nicht? Also, wenn du eine neue Spielmechanik für ein anderes Spiel hast, warum die nicht auch in dem älteren Spiel nutzen, ja? Oder in einem anderen Spiel nutzen? Weil immer wieder die gleiche Spielmechanik wird halt auf die Dauer etwas langweilig, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Deine Aussage bezüglich auf die Möglichkeit, dass man alles frei macht. Es also genau zu schreiben, ist echt schwer. Das alles so genau zu schreiben. Ja, André, das ist schwer. Vor allem, weil du nicht reden kannst. Magst du mit ins. Wollen wir ins Discord gehen? Dann kannst du mitreden. Wir wollen was Neues, aber nicht sowas. Genau, was anderes Neues. Irgendwas anderes. Nein, also ist schon okay. Ich find's erstmal ganz gut, dass es eine neue Spielmechanik gibt. Ist halt komisch für mich, weil ich sie schon kenne, weil ich Rise of Cultures auf dem Handy spiele. Und was ich auch interessant finde, ist halt diese neue Art und Weise mit den Hauptgebäuden, dass man die letzte Stufe nicht bekommt, sondern noch diesen Gold-Modus hat, wo man dann eben noch die letzte Stufe mit freischalten muss. Aber das, ja, ist halt so ein bisschen zweischneidig, muss ich sagen. Also könnte man eigentlich in die Bronzeliga auch noch mit reinpacken, denke ich. Ja, die Top 20%. Das 20% des Hauptgebäude fertig kriegen, wäre, glaube ich, schon eher sinnvoll, oder? Weil nur 5% bekommen das Hauptgebäude voll ausgebaut. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied zu früher. Weil früher waren es die Leute, die das Event gespielt haben, die es aktiv gespielt haben, die haben es auch bekommen. Denke ich. Oder ja, doch, die es aktiv gespielt haben, die haben es auch ausgebaut bekommen. Aber jetzt bekommen es halt nur noch ein gewisser Teil der Spieler, die das Event aktiv spielen, voll ausgebaut. Und ich denke, das sind mehr als 5%, die das aktiv spielen. Und deswegen ist es, glaube ich, wäre es eigentlich angemessen, wenn dir das Kit auch noch hier bei der Bronzeliga mit drin wäre. Denke ich. St. Patrick's Wildlife finde ich auch nicht mehr so schlimm wie früher. Nee, St. Patrick's und Wildlife finde ich ja auch nicht mehr so schlimm. Finde eher das aktuelle Huch, eine Stufe, die bekommst du nicht, war immer eine Stärke von FOE, dass man alles erreichen kann. Genau, das meine ich, Pi. Richtig. Ja, ich denke, Bronze wäre passender, dass alle, die Bronze erreichen, dieses Kit am Ende bekommen. Das Selection Kit. Und dann eben Stufe 11 bekommen können. Ja, 24-7. Selbst das reicht ja nicht, ja. Also wenn 5% der aktiven Spieler 24-7 da sind, oder mehr als 5% der aktiven Spieler 24-7 da sind, dann kommen halt einige, wenn es 6% die aktiv sind, dann bekommt halt 1% Silber nicht und landet dann hier. Und die Leute, die nicht 24-7 da sind, sondern bisher das mit, was ich, einen Tag die Woche Pause trotzdem geschafft haben, schaffen es jetzt halt auf jeden Fall nicht mehr. Und
das ist schon ja, ein Mindset-Change. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Also ich finde sowieso, dass Forge of Empires immer stressiger geworden ist. Durch die Gildenexpedition, durch die Gildenexpedition gerade nicht, die Gildengefechte, dass da halt so ein gewisser Druck auch erzeugt wird, wenn man das Spiel gut spielen will. Also, es ist zumindest für mich so ein Problem. Also, ich spiele halt, wenn ich Spiele spiele, versuche ich sie halt so ganz 100% zu spielen, sozusagen. Und dann will ich halt alles machen und alles gut machen, um halt unter den Top-Spielern zu sein. Ah, und früher war das so bei Forge of Empires, du hattest halt deine Gildenexpedition, du hast deine Stadt aufgebaut und hattest hin und wieder so ein ganz, ganz einfaches Event, wo du dann ein paar Aufgaben erfüllen musstest und am Ende halt einen eher schlechten Preis bekommen hast oder irgendwie ein neues Gebäude oder sowas. Und das war richtig entspannt und das fand ich halt sehr, sehr cool an Forge of Empires, dass das ein sehr entspannendes Spiel war. Aber es kam halt immer mehr und mehr dazu und wurde immer anspruchsvoller. Und jetzt ist es halt so komplex, wenn man da unter den Top-Leuten sein will, dass man halt extrem viel zu tun hat. Kann sein. Ich weiß halt nicht, wie die Gag-Stufe 5 dann am Ende ausfallen wird. Aber ich finde, die Gildenexpedition ist halt eine Sache, die kann man in der Woche relativ gut abreißen. Und zur Not kann man sie halt auch mal schnell durchziehen. Also so wie sie jetzt ist, kann man sie ja sehr, sehr schnell durchziehen. Da kann man ja in 20 Minuten komplett durchspielen, wenn überhaupt. Wenn man sich die Dinger da kauft, die Versuche kauft. Und die Medaillen kriegt man ja. Die sind ja nicht mehr rar. Nicht wirklich. Aber die Gildenexpedition, ach, die Gildengefechte laufen halt den ganzen Tag. Und alle 4 Stunden wird da so ein Sektor frei. Und dann muss man da wieder was machen. Und wenn man halt den Anspruch an sich selber hat, irgendwie super mitzumachen, dann ist das ein Problem. So. Früher konnte man spielen, wenn man Zeit und Lust hat. Jetzt ist man oft zeitlich gebunden. Wird man oft zeitlich gebunden. Genau. Das meine ich, Onata. Das Spiel verursacht zunehmend mehr Stress, wenn man es sozusagen zu 100% schaffen will. Also ohne Geld auszugeben zu 100%. Ja? Also wenn man jetzt, ne, in dem Event 100% in Anführungszeichen schaffen will, das Hauptgebäude ausbauen will, dann steht man unter dem Druck, irgendwie in diese Silberliga zu kommen. Und die Entspannung geht halt irgendwie flöten. Ja, also man muss halt gucken, okay, erwischt man hier auch wirklich jedes einzelne Ereignis? Hat man auch nichts vergessen, was auf der Straße liegt? Wenn man es nicht findet, muss man noch ganz genau suchen. Bin ich jeden Tag da, dass ich mir hier die täglichen Sachen hole? Schalte ich mir täglich meinen Schlüssel frei, den ich noch extra brauche? Mache ich hier auch ja keine Fehler beim Kombinieren? Damit ich am Ende auch tatsächlich in der Silberliga lande, um das Gebäude voll ausgebaut zu bekommen, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Genau. Und das setzt einen halt irgendwie unter Druck und das will ich halt in einem Spiel nicht haben. Ja. Genau, das soll ja zum Entspannen da sein. Auch. Klar, auch eine Herausforderung, immer gerne, aber nicht so, dass es einen unter Druck setzt, finde ich. Das ist dann irgendwie, naja. Und diesen Anspruch haben in 12 Welten, genau, Inata. Okay, ja, bei Gag-Stufe 5 bin ich sehr gespannt, was das denn wird. Also ich hatte ja, ich glaube auch in einem der letzten Streams habe ich mir das noch, also in den letzten FOE-Streams, die ich noch gemacht hatte, habe ich ja
den Spoiler-Teil zur Gag-Stufe 5 angesehen, aber da ist tatsächlich in der letzten Zeit noch nicht wirklich was anders geworden. Also das scheint, ja, die Grafiken haben sich anscheinend nicht groß verändert, ja, seitdem. Und die Spielmechanik kann man halt erst beurteilen, wenn das tatsächlich auch draußen ist und man die Gag-Stufe 5 spielen kann. Aber es sieht ein bisschen aus, als wären da irgendwie noch neue Sachen dabei, die nicht nur draufhauen und gewinnen sind. Und vielleicht sind ja auch die Kämpfe nochmal eine Herausforderung. Man muss da vielleicht nochmal manuell rangehen. Und das ist halt die Sache, ob das nochmal spannender wird. Gag-Stufe 5. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und dafür würde ich dann wahrscheinlich auch den Beta-Server mal wieder anschmeißen, wenn es dann draußen ist. Genau. Aber ich werde jetzt aufgrund dieses Events nicht anfangen, wieder aktiv Forge of Empires zu spielen. Von daher, seid froh. Ich nehme euch eure 5% nicht weg. Halt hier. Also ich bin nicht in den Top 5. Vielleicht sollte ich ein bisschen spielen, ganz bisschen, damit ich hier in der Hobbyliga lande und nicht außerhalb des Rankings bin. Damit die Top 5 oder damit mehr Top 5 Spieler geben kann. Genau. Du spielst nur noch in zwei Welten aktiv. Aber hast du, André, nicht auch in anderen Welten immer nur noch Diamanten geerntet oder Diamantenwelten gebaut? Waren es früher noch mehr aktive Welten? Es ist soweit. Ich habe die 6 Dinger hier fertig. Genau, darauf habe ich auch ein bisschen gewartet. Von daher war es gut, mit euch zu plaudern, dass ihr jetzt ein paar Sachen gehabt habt, über die wir reden konnten. Ich glaube, 24 Stunden Produktion hatte ich hier angestellt, bevor ich gegangen bin. Reicht. Copper oder Limestone. Mal gucken. Ja, Copper. Kupfer, 5 Minuten Produktion. Dia-Welten auch noch alle im gleichen Schnitt mit mussten. Okay. Ach so, du hast auf allen Welten immer die Events gemacht. Ja. Auch anspruchsvoll. Hier noch 5 Minuten warten. Und wir haben wieder neue. Ah, und ich krieg auch grünes Zeug. Mehr grünes Zeug. Tada! You have cleared all the locked pieces and unlocked the board completion reward. You can now collect it and play the next board. Okay, also ich habe es also alles bereinigt und ich kann ein Geschenk bekommen und das neue Board freischalten. Continue Board. Claim and Reset. Warte mal, ich mache mal noch mal Continue. Nützt es mir jetzt irgendwie noch irgendwas zu machen? Ich krieg ja nichts mehr. Kann ja hier mit nichts mehr anfangen, ne? Kriegt die ja da nicht mehr rein. Also das ist jetzt hier Müll, der noch auf dem Board liegt. Ist natürlich auch eine Glückssache, ne? Also wenn man jetzt hier Pech hat und immer wieder blaue bekommt, obwohl man grüne braucht.
Was gibt es in der Truhe? Diesen Truhen hier, meinst du? Oder was meinst du, Pi? Die Bordtruhe? Ach so, die. Upgrade-Kit, Renovierungskit und diese neuen Spezialgüterproduktionsende-Dinger und dann eben diese Epic-Items, die wir uns schon angeschaut hatten, wo die historischen Questline-Gebäude drin sind und die Gebäude aus dem letzten Anniversary-Event. Lohnt es sich dafür, Energie zu verschwenden? Gute Frage. Ich würde sagen eher nein. Was ist das? Key Conversion. These keys are automatically converted when you reset. Receive one key each of the following. Then same color pieces without a key. Was im color pieces. Wait. Also, man kriegt einen Schlüssel für 10 Stücke. Ohne Schlüssel. Von derselben Farbe. Da habe ich mir gerade was kaputt gemacht, ne? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Davon habe ich 10 Stück von den blauen. Wenn ich jetzt zwei kombiniere, dann habe ich nur noch 9. Jetzt kriege ich den Schlüssel nicht mehr. Okay. Dann, four same colors with a half key. Also, hier haben wir 1, 2, 3. Da fehlt der vierte, um dafür nochmal so ein Schlüsselelement zu kriegen. Und der letzte ist one with a full key. Naja, gut. Klar, für einen vollen Schlüssel, da kriegt man den Schlüssel noch wieder. Den könnte man aber auch hier reinstecken und würde dann auch den Schlüssel bekommen. Gut, aber gut, dass man das nicht verliert. Ist halt die Frage, was passiert mit Dreier-Schlüsselteilen, die man hier reinstecken könnte, dafür Dreier oder drei Schlüssel bekommen würde. Kriegt man dann nur noch einen dafür? Nach der Logik hier schon, ne? Hat man auch Pech gehabt. Okay, Claim and Reset. Juhu. Ja, lohnt es sich dafür, Energie zu verschwenden? Das ist die Frage, ne? Eigentlich eher nicht. Aber man spielt es doch eh leer, oder? Ich habe ja nur einen Tag, einmal am Tag kann ich Reset drücken. Nochmal drüber nachdenken. Die Preise sind gleich, ja. Sind jetzt die gleichen Preise. Genau, das ändert sich nicht. Ach, mit Energieresetten. Okay. Du hattest nie alle Latten am Zaun. Freakman, dem Namen gerecht werden, okay. Okay, jetzt habe ich ein neues Board. Kann ich hier wieder rumspielen? Hier sind meine Produktionen aber auch fertig. Das mal eben einsammeln.
kulturelles Gebäude. Und 14 Fortschrittspunkte ausgeben. Na toll, die habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt. Eigentlich auch schon ausschreiben hier, Platz 5. Weiß gar nicht mehr, gab es hier noch so eine Restposten-Ecke? Ja, die, ne? Ja. 6000 im Inventar. Reicht halt nicht. Ja, gut. Halt. Grundgebäude. Jetzt kommen die 4 Stunden Produktion. Okay, darauf bin ich nicht vorbereitet. Und ich werde keine 4 Stunden mehr spielen. Ich spiele auch keine 4 Stunden Forge of Empires mehr. Komme ich da also an der Stelle nicht mehr weiter? Okay, aber ich habe noch mal 310. Beschleuniger. Ja, geht auch. Ja, vielleicht mache ich das. Aber ich komme ja, ich kann ja erstmal hier wieder wieder klickern. Also, ich habe das Ding. Ich sollte es eigentlich mit einem Schlüssel Vorderteil kombinieren. Habe ich aber nicht. Ich kann es nur mit so einem kombinieren und das ist dann so wie, also das ist dann halt wie dieses. Aber dann habe ich das Vorderteil nicht. Und generell gibt es von allen Grünen nur einmal das Vorderteil. Ist ja richtig mies. Teufel Pi und Engel Engel. Boost mit Dias und Beschleuniger. Ja, genau. Ich booste mit Dias. Ich habe ja 3619 Dias, ne? Also grün ist echt fies. Blau. Das kann ich mit dem. Da fehlt die andere Seite. Unglaublich. Kriege ich hier den einen zusammen? Ja. Und jetzt habe ich da keine Hinterteile mehr. Bei Blau. Nein, hier ist es, ne? Jetzt kann ich den zwar kombinieren und den wiederum mit dem da. Und das ist schon ein Dreier. Aber jetzt gibt es keine blauen Vorderteile mehr. Jetzt komme ich nicht hier das noch und das mit dem. Und dann gibt es keine blauen Hinterteile mehr. So, und die die anderen kriegt man einfach gar nicht. Doch, jetzt gibt's einen. Davon ist zumindest eine ganz gute. Na, wer weiß. Ich will es mir auf jeden Fall noch auf Reserve halten, Pi.
Blaues Hinterteil. Ja, Pi, du kriegst ein blaues Hinterteil, wenn du heute nicht mit Josie spielst, glaube ich. Sonic hat auch ein blaues Hinterteil, das ist richtig. Jetzt muss ich hier mal zählen. Was habe ich denn hier überhaupt? Ich habe 1, 2, 3, 4 mal hinten und 1, 2, 3, 4 mal vorne. Schön gemischt. Aber auf der nächsten Stufe habe ich eher vorne. Ganz viel vorne. Also machen wir einmal damit. Und dann mit dem. Und jetzt sollte ich vielleicht auch eher warten, dass ich ein Kristall bekomme, ein von dieser Sorte, der noch kein Schlüsselelement drauf hat. Jetzt bekomme ich die auch, ja. Wenn ich den jetzt hier kombiniere, komme ich ja gar nicht weiter. Doch, hiermit. I blau, I grün. Die Story aus dem Buch, was sie liest. Ach, Wildlife finde ich schon ganz, ganz, ganz nett. Wildlife mag ich sehr, sehr gerne. Pi. Damit kannst du mich nicht schocken. Ja. Okay. Mit Fröschchen übers Wasser hüpfen. Das kannst du ja mit diesen Mittelalterfiguren. Ach nee, das ist ja dieses Event hier, ne? Das war ja das Froschhüpf-Event. Nee, worüber habe ich denn gerade nachgedacht? Ich hab's vergessen. Also, ich kann das jetzt hiermit kombinieren. Ach so, genau. Ich habe drüber nachgedacht. Und zwar, ich kann das Board ja hier resetten, aber dann kriege ich keine Schlüssel. Wenn alles abgeräumt ist, kriege ich noch extra Schlüssel. Also ist es vielleicht von daher auch noch sinnvoll, das ganze Board abzuräumen. Vielleicht. Ich werde auch älter, ja. Das Karneval-Event. Ja. Wo man die anderen richtig schön bescheißen konnte. Das war gut. Da habe ich immer alle richtig abgezogen. Das war gemein. Ja, fühle ich mich wohl mit der Umsetzung. Ich finde, es hängt extrem vom Glück ab. Also dadurch, dass du hier zufällige Items kriegst, ist das extrem glücksabhängig. Das ist, finde ich nicht so super.
Samson, schönen Abend dir. Oder einen guten Abend dir. Und da es so vom Glück abhängt, weiß ich nicht. Also klar, man muss auch ein bisschen drüber nachdenken, was man wie kombiniert und wie es sinnvoll ist. Und wahrscheinlich ist es auch, hat man hier auch eine Wahrscheinlichkeit hinter, die sieht man leider nicht. Da steht halt, use one energy to spawn one new piece on the board. All pieces have a chance to spawn, but higher level, genau. Have a lower chance. Genau. Die höheren Teile haben halt eine geringere Chance zu erscheinen. Hallo Stefan. Ja, ich bin mal zu sehen, da ich am PC sitze. Ich bin mal zu sehen, da ich am PC sitze. Ja, genau, das mit dem Howdy Lukas, das fand ich auch sehr cool. Aber auf die Zeit hast du es einfach immer geschafft. Wenn du den ganzen Tag davor gesessen hast, damals beim Karneval-Event, und immer gesehen hast, okay, der Jackpot füllt sich und jetzt liegen da schon über 500 drin oder vielleicht sogar schon über 1000 drin. Von den Dublonen waren das ja, glaube ich, auch. Nee, Dublonen waren es nicht. Da hat es sich dann irgendwann gelohnt und da war es dann gut, ordentlich gespart zu haben zu diesem Moment und dann drauf zu klicken. Und irgendwann hast du mit den 5% auch, weißt du, wenn du 20 Mal klickst, dann hast du ja bei 5% schon eine relativ gute Chance, dass du es auch holst. Also summiert sich nicht so auf zu 100%, aber trotzdem. Genau. Das war das mit dem Karneval-Event. Also, aber hier bist du halt komplett davon abhängig, was hier spawnt. Und du hast jedes Mal eine Chance von, naja, von einem Drittel, dass es halt die richtige Farbe ist. Und dann brauchst du halt noch die richtige Größe. Und ich habe mir jetzt hier zum Beispiel die Sachen hier aufgespart, weil ich dachte, okay, vielleicht kriege ich noch ein Kristall, ein orangenen Kristall in der Größe und kann den dann kombinieren und kriege dann nicht nur die ein Schüssel, sondern drei Schüssel. Aber die Chance, einfach einen orangenen Kristall in der richtigen Größe zu kriegen, ist extrem gering. Weil es ja nicht nur ein Drittel, sondern dann halt auch noch auf Level 3 oder was es ist. Ja, müsste Level 3 sein, ne? Das ist Level 1, Level 2, Level 3. Und er muss halt hier auf Level 4 sein, also diese Stufe, um drei Schüssel zu bekommen. Sehr, 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 sehr glückliche Geschichte. Und ja, was kriege ich? Ich krieg wieder so eins. Zack. Und habe ich noch einen davon. Den kann ich jetzt hier noch mit kombinieren und dann damit. Und dann habe ich tatsächlich mal einen auf Stufe 4. Und kriege die drei Schlüssel. Das ist ja wieder eine Niete. Mehr oder weniger. Brauche ja nur noch Orangene. Bleibt nur noch das. Damit. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Kombinieren. Glück gehabt, oder? Ne, das sind Vierer. Vierer kann ich auch nicht gebrauchen. Warum gibt's den überhaupt? Der dürfte gar nicht rauskommen eigentlich. Der dürfte eigentlich gar nicht rauskommen, der Vierer aus dem Pott hier. Erstmal ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering eigentlich, dass der kommt. Und dann hilft es dir halt überhaupt nicht, weil höher als die Stufe kommt es ja eh nicht. Also wenn ich den jetzt hier kombiniere mit dem,
dann bleibt es ja der gleiche. Also es kommt nicht höher. Ich kann nur noch das Graue wegschießen, die Glasscheibe wegschießen. Das ist hier halt sinnvoll, dass man den kriegt und dann kann man die halt vollenden zu einem Schlüssel, der zu diesem Dreier-Bonus-Schlüssel. So, Niete, Niete. Zack. Und ich kann nicht mehr kombinieren. Ich kann die kombinieren, dann kommen sie auch eine Stufe höher. Hilft ja nichts. Muss man ja jetzt im Grunde machen. Ja, und jetzt kann man sie eigentlich nur noch damit mischen, weil... Ja, was soll man sonst damit machen? Weil die Hinterteile von den Schlüsseln, die kriegt man ja jetzt nicht mehr. Hat man ja keiner mehr. Also kann man die jetzt hier auch im Grunde kombinieren. So. Dann sind hier noch zweimal die drei Schlüssel drin. Und dann... Das hier ist wieder total egal. Und noch einmal, das gibt's doch nicht. Und das war's. Das Glas ist das Wichtigste von der Vierer. Das Glas ist das Wichtigste von der Vierer wegzubekommen. Das gibt's, gibt Fortschritt. Hä? Samson, schreib's nochmal für einen Idioten. dann arbeite dich hoch. Ist es nicht wichtig, ist es nicht auch wichtig, wenn man als erstes anklickt, welchen man als erstes anklickt, da der dann auf den zweiten hüpft, weil man ja alle dunklen Flächen leeren sollte. Weiß ich jetzt auch nicht, Onata, was du meinst. Ich habe jetzt zu lange gewartet, um nachzulesen. Jetzt kriege ich die Kombination nicht mehr hin, worauf ihr euch bezieht. Also am besten nochmal schreiben mit dem Bezug dazu. Wirkt sich das Leerräumen auf die Schritte in der Leiste aus? Sorry, ich habe beim selber Spielen es nicht geguckt. Ich habe schon fast 2000 Punkte Fortschritt, nur im Glas kaputt machen. Im Glas kaputt machen kriegst du auch Fortschritt? Warum keinen Fortschritt? Also ich sehe jetzt, ich habe es noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Hier sind jetzt irgendwie 15 Gold drauf und zwei oder hier zwei Infanterie und zwei von diesem Glas kaputt macht Dingern, aber wenn ich das hier drauflege. Ah. Da wandert was hoch, aber es wird nicht mehr. Es wird doch mehr. Die Leiste ist verbuggt. Okay, die Leiste ist verbuggt. Das ist eine gute Info, danke. Hast du recht, Pi? Danke, Samson. Das sollte man auf jeden Fall auch beachten. Genau, da kriegt man ja nochmal zwei obendrauf. Und dann hat man doch noch was davon, dass man diese Sachen hier extra hat. Dann kann man die dafür nutzen. So. Wenn ich jetzt wieder schließe und öffne, dann kommen wir dem schon näher. Zack. Das zum Glas kaputt machen und das zum Glas kaputt machen und das zum Glas kaputt machen und dann brauche ich noch einmal, ja, brauche ich noch einmal einen kleinen Orangenen. 205. Ja. Herdenintelligenz. Ja, auf jeden Fall. Ja, da macht es dann noch Sinn, aber man kriegt natürlich keine Schlüssel.
Man kriegt keine Schlüssel. Und das ist natürlich dann schade drum. Und ja, jetzt. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Nach Beschleunigern. Ach, wie heißen die nochmal auf Englisch? Boost. Nee, Rush. Supply Rush. Sieben. Genau, jetzt ist es in 10 Minuten fertig. Welches Paket? Welches Paket soll ich kaufen, Pi? Welche Dias denn? Wie soll ich denn hier mit Dias irgendwas machen? Ich kann doch hier nichts machen. Ich sehe zumindest nicht wo. Also du meinst jetzt hier, so ein Paket soll ich kaufen? Das könnte ich natürlich machen. Ja, bitte, bitte, Pi. Du kennst dich damit aus, du spielst es aktiv. Du spielst es aktiv, ich schaue hier nur wie ein Schwein ins Uhrwerk. Okay. Na komm. Niete. Niete. Da ist er. So. So, ich habe es jetzt unlocked und ich krieg einen Schlüssel. Wofür kriege ich den? Für 1, 2, 3, 4 mal oder 4 Teile mit einem halben Schlüssel. Kriege ich den. Für 4 Teile mit dem halben Schlüssel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn ich jetzt noch einen grünen kriege, ich drücke jetzt so lange, bis ich noch einen grünen kriege. So. Jetzt habe ich von dem grünen 10 Stück und 4 mit dem halben Schlüssel. Kriege ich jetzt 2? Nö. Es zählt nur 1. Es zählt nur 1. Aber wer richtig lesen kann, ohne Schlüssel. 10 Stück ohne Schlüssel steht da. Genau, wer richtig lesen kann, hätte es auch schon vorher gewusst. Okay, Schlüssel kommt noch dazu. So. Ein Diaspawner? Was ist ein Diaspawner? Okay. So. Und mit den Kisten hier, also im Grunde kann man ja spielen, wenn man Zeit hat. Das ist ganz gut. Man kann im Grunde dieses Spiel hier spielen, wenn man Zeit hat und wenn man die notwendige Energie hat. Also wenn man die Quest durchgerusht ist. Und man kann die Kisten dann öffnen, wenn einem der Tagespreis gefällt. Da hat man im Prinzip. Ja. Macht es wahrscheinlich Sinn. Du spielst halt, wenn du Zeit hast und wenn du Lust hast, dieses Spiel zu spielen. Du machst dann wahrscheinlich täglich einmal eine Kiste auf, wegen der Verdoppelung des Inhalts. Und haust dann deine Energie raus oder deine Schlüssel raus, wenn der Preis richtig gut ist. Da ist halt noch die Frage, was es jetzt hier gibt. Wir hatten die Hanami-Brücke und jetzt haben wir hier Terrakotta-Weingut. Also keine Ahnung, was hier alles im Pott ist. Hanami-Brücke und Terrakotta-Weingut sind halt beide nicht besonders, also unter den Eventgebäuden jetzt nicht die allerbesten Eventgebäude. Wenn hier die Golden Orrery zum Beispiel drin ist.
Die ist jetzt auch nicht so gut. Aber die ist bestimmt drin, weil die ja auch aus dem Anniversary Event kommt. Ist halt die Frage, was noch im Pott ist. Das weiß man ja jetzt noch nicht. Das weiß man erst, wenn die Beta-Quest durch ist. Oder die Beta-Phase durch ist. Weil die Tagespreise, die werden ja im Grunde gesammelt. Die Tauschpreise, da müssten eigentlich schon eine ganze Menge im Wiki sein. Das könnten wir mal gucken. So. Genau, das sind hier nur von den ersten 4 Tagen. Grand Monarch Selection Kit ist halt nicht so gut. Das sind halt die beiden Großkönig und Großkönigin. Und dann hat man nur eine Ausbaustufe. Ja, naja, so schlecht ist es auch nicht. So schlecht ist es auch nicht. Stufe 2. Stufe 2. Hat halt 5%, ne? Und 3 Forgepunkte und 10 Güter. So schlecht ist es nicht. Aber trotzdem, darauf werden wahrscheinlich die meisten nicht spielen. Ja, ich möchte auf dem Beta-Server. Der Beta-Server-Preisliste bleiben. Dann Golden Orrery, dann dieses Historical Dingens. Ist wahrscheinlich auch nicht so gut, weil diese historischen Sachen sind. Ja, wenn man sich jetzt den Magnum Opus sammeln möchte für Produktionsgebäude, also I'll be als back. da hat jemand was eingesetzt. Ah! Peace im Lurk. Arnold. Bis gleich, Arnold. Den Joker-Edelstein, wo du machen kannst, was du brauchst. Jeden Tag das erste, genau. Jeden Tag die erste Kiste öffnen. Wegen der Preisverdopplung. Wie das Ge Event auf Deutsch heißt, ich glaube, das letzte hieß Geburtstagsevent, oder? Dann wird es möglicherweise auch. Oder Jahrestag? Weiß ich nicht. Der 11. Geburtstag. 11. Geburtstagsevent. Genau, dann, wenn man sich Magnum Opus hinstellen will und die austauschen will gegen die bisherigen Produktionsgebäude, ist es vielleicht ganz sinnvoll. Ja, Hanami Bridge ist halt nicht so doll. Dann haben wir hier die. Es scheint irgendwie alles zu sein, ne? Alle Gebäude irgendwie. Governors Villa. Harvest Farm. Harvest Farm ist halt cool, wenn du dir. Wenn du dir Dekorationen zusammenbauen willst für Kampfkraft. Dann ist Harvest Farm super. Die Dinger gibt es auch. Da kann man Diamanten produzieren. Nee. Okay, ich habe nichts gesagt. Hideout's Reach. Öffnet das falsch auf Selection Kit, oder? Öffnet die Selection Kits allgemein. Aber es ist es ja. Hideout's Reach. Da kann man sich dieses Diamantenproduktionsleuchtturm zusammenbauen. Wenn man das möchte, kann man ein paar Diamanten noch extra produzieren. Ja, dann gibt es Old Golden Orrery, Governors Villa für mehr Einheiten und auch ganz gut Kampfkraft. Mountain Reserve aus dem Wildlife Event gibt es auch. Das ist somit das Beste, oder? Oder Governors Villa. Und Ferris View ist auch gut. Da muss ich doch mal nochmal auf meiner Hauptwelt gucken.
Josie ist offline und kommt nicht wieder. Was heißt, sie kommt nicht wieder? Nie wieder? Okay, also hier habe ich doch alles. Ferris Wheel hat 26% Angriff. Und 10 Forge-Punkte. Das... hier. 26% Angriff, 30% Verteidigung für die angreifende Armee. Und 10 Forge-Punkte. Also Adlerberg Mountain Reserve ist das. Das Mountain Reserve macht mehr Sinn. Und die Governor's Villa. Such. Wo ist sie? Hier. Die hat 34% Angriff und 4 Einheiten. Ich würde sagen, der Adlerberg ist das Beste. Ja, ist für jeden was dabei. Ich hoffe, dass sie das mit den Fragmenten vom Agentenversteck in die Tonne gekloppt haben. Aber man wird sehen. Man wird es sehen, wenn es live kommt. Ich weiß nicht, was du meinst mit Fragmenten von den Agentenverstecken. Das war der größte Mist. Okay. Online und der. Samson. Das ist ein bisschen wenig. Online und der. Da schreibst du mir zu wenig. Das verstehe ich nicht. Ich krieg sogar Freundschaftsanfragen noch. Von Sachs. Einer meiner Ex-Guildies. Ja, würde ich fast sagen, Mountain Reserve ist das Beste. Adlerberg. Wenn man ein Eventgebäude haben will. Ausbaustufen ist halt noch die Frage, ne? Mountain Reserve hat... Wie viele Ausbaustufen hat es eigentlich? Dann muss ich dann doch nochmal hier drauf drücken. Ja. Mountain Reserve. Okay. Ja, 7. Hat ja auch nur 7. Nicht 11 oder irgendwas. Also, du brauchst halt dann auch nur 7 Stück. Macht Sinn. Macht Sinn. Ach, Onata hat es auch geschrieben. Danke, Onata. Dein Post wesen Josie und P. Du meinst im Discord? Oder wo meinst du, Samson? Genau, also das macht schon Sinn, auf den Adlerberg zu gehen. Der ist halt auch relativ schnell gebaut mit nur 7 Stufen. Und ist, denke ich, auch das beste Gebäude. Also Governor's Villa ist zwar auch nett. Mit noch mehr Angriffskraft für die angreifende Armee, aber dafür kriegt man halt keine Verteidigung. Und 4 zusätzlichen Einheiten. Aber dafür muss man halt wirklich viel spielen, dass man diese Einheiten auch braucht. Ansonsten würde ich halt eher empfehlen, das Alka einfach weiter auszubauen. Es gab da auch mal so eine Übersicht über die Gebäude, welche als am allerbesten eingestuft werden. Also Haus des Wolfes ist da auch ganz oben mit dabei. Und der Adlerberg war auch mit dabei. Also, von daher, ich würde sagen, macht Adlerberge. Macht Adlerberge.
wenn ihr Kampfkraft wollt. Und das ist ja das, was die meisten wollen. Genau. Ja. So, jetzt habe ich hier so viele Dinger, jetzt kann ich noch ein bisschen spielen. Und die Produktionen sind auch fertig. Da kriege ich auch hin. Sieben Forschpunkte kaufen oder Gildenexpedition? Machen wir mal Gildenexpedition. Man konnte doch in den früheren Events nicht ein komplettes Agentenversteck gewinnen, sondern Fragmente von Agentenversteck. Das war so total innovativ, genauso innovativ wie der Gewinn von einer Fahnenwache der besten Armee in Forge of Empires. Ja, also Fragmente von Agentenverstecken sind schon ziemlich schlecht. Vor allem, weil es ja wirklich an Agentenverstecken nicht mangelt. Und im Grunde braucht man ja auch nur eins. Und einen Alka. Du brauchst einmal ein Agentenversteck. Und wenn du es hast, brauchst du nie wieder eins. Eigentlich. Nur eine Alka. Okay. Als Tagespreis. Fragmente eines Agentenverstecks. Als Tagespreis. Ja, das habe ich nicht erlebt. Das habe ich nicht erlebt, André. Das ist nach meiner Zeit. Okay, 21 Fortpunkte ausgeben. Kann ich auf jeden Fall schon mal den Neuner hier mitnehmen. Beta Warden ist Truth Tower. Nee, das ist nicht mehr drin. Schade. Das ist leider raus. Aber ich kann bei mir mal voll machen, die. Dann ist es auch abgesichert mit dem einen Punkt. Und hier kann ich. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt. 18 müsste passen. Zack. Dann eine Verhandlung machen. Ja. Ist doch verwirrend mit den zwei Bildschirmen und Forge of Empires. Ist ja so wie früher. eine Stunde Produktion. Und 8 Stunden Produktion und oder Kämpfe machen. Ja, eine Stunde Produktion und zwar 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sollte reichen. Und 3 Kämpfe machen. Dafür ist doch die Gildenexpedition auch gut. 3 Kämpfe gewinnen. Und zack. So, der Teil wäre schon mal erledigt. Okay. Okay, so. Spawnen wir was? Ach, ich hab schon. Hatte ich schon. Ich hatte ich schon. Kann ich nur damit mischen?
Dann lass uns das tun. Und das mische ich damit. Und dann habe ich 3 Schlüssel. Das. Da gibt es nur Schlüssel Vorderseite. Dafür gibt es gar nichts. Dafür gibt es Schlüssel Vorder- und Rückseite. Aber generell ganz, ganz viel Vorderseite und nur 2-mal Rückseite. Wie passend. Und auf der Stufe gibt es auch nichts. Jetzt diese hochleveligen Dinger da rauskriege. Tja. Ziemlich schlecht. Kann ich die mischen? Muss ich ja. Die Frage ist, ob sich manchmal halbe Schlüssel mehr lohnen. Wenn man 4 halbe Schlüssel hat. Kriegt man ja noch einen Schlüssel. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay. Sind ja schon alle freigeschalten, kann ich also nur noch upgraden. Macht aber in dem Fall auch Sinn, um an die dran zu kommen. Und dann sind die fertig. Das, dafür habe ich nichts. Den kann ich damit kombinieren, dann gehen wir hier dran, dann ist er eine Stufe höher und dann kann er wieder ein Glas zerschlagen. Und der kann das Glas hier oben zerschlagen. Macht man den mit, dann kommt man nicht weiter. Hier. Und den damit. Kann man die wegpacken. Den upgraden. Reicht immer noch nicht. Muss man ja auch machen. Dann kann man sich hier die Rückseite von holen und dann das Ganze wieder reinpacken. Jetzt müsste ich aber eigentlich schon die Leiste voll haben, wenn ich jetzt nochmal neu öffne. Habe ich auch. Dann kann ich jetzt hier Stufe 2 von dem Gebäude holen. Damit kann ich hier noch... Achso, die kann ich alle kaputt machen. Mit dem einen... Damit würde ich noch warten, wegen dem Teil. So, jetzt habe ich die Orangen dann alle weg. Ach, der ist schon zu groß. Damit kombinieren. Dann kann ich den damit kombinieren. Und den Schlüssel voll machen. Ei, das war genau falsch. Den hätte ich da drauf legen müssen. Ich habe den
Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das darf man nicht machen, liebe Zuschauer. Das darf man nicht machen. Ich hätte das mit allen kombinieren dürfen, nur nicht mit dem. Mit dem hätte ich es kombinieren dürfen und dem. Dann hätte ich nämlich hier die Scheibe zerschlagen und den noch frei gehabt. Aber jetzt. Halt. Stufe zurück. Schritt zurück. Ich kann ja damit noch trotzdem die Dinger kaputt machen. Das heißt, wenn ich die noch nicht weglege, das ist auch noch eine Erkenntnis. Wenn man die jetzt noch nicht weglegt, kann man die noch dazu benutzen, die Scheiben zu zerschlagen, um das wegzubekommen. Um die Fläche generell sauber zu bekommen. Und dann macht man den jetzt erst weg. Weil man kann ja damit eh nichts mehr erreichen, weil man eh keine Schlüssel mehr voll bekommt, weil man hier nur noch einen halben hat. Stimmt. Okay, war nicht ganz so schlimm. Ups. War nicht ganz so schlimm. So, den können wir hier. Okay. Ja, grün und blau brauche ich noch. Blau. Kann ich die kombinieren? Und die kombinieren und den Schlüssel voll machen. Das wegmachen. Und dann die drei Schlüssel. So. Grün, 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 grün. Genau. Und zack. Board completed. Okay, ich habe es jetzt schon wieder ein bisschen besser verstanden, glaube ich. Und ich kriege nichts dafür. Was habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rote. 9, Ro 10. Ach so, die haben ja halbe Schlüssel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, das lohnt nicht jetzt hier noch neue zu spawnen. Und glaube ich nicht. Deswegen schließt man das Board ab. Kriegt wieder einen Preis. Und hat ein neues. Ja, auf jeden Fall, Engel. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die Beta zu spielen, um ein besseres Verständnis für das Spiel zu bekommen. Okay, also man braucht auf jeden Fall die Dinger, um überhaupt mal losspielen zu können. So, aus dem kann ich wieder zwei machen. Da gibt es ja jetzt nur diese Variante. Ist eigentlich egal, welchen ich wähle. Den kann ich dann kombinieren mit diesem und hat dann den Schlüssel voll. Und den müsste ich noch upgraden. Lasse ich erstmal liegen. Dann nutze ich den und kombiniere den entweder mit den beiden oder mit dem einen. Aber ich glaube, mit den beiden ist sinnvoller, weil hier von den Hinterteilen habe ich noch mehr. Also kombiniere ich hier. Dann kann ich das damit kombinieren. Und den dann wieder erstmal liegen lassen. Dann kann man sich das hier auch ein bisschen zurechtlegen, wie man das möchte. Vielleicht ein bisschen sortieren auf dem Board, damit man weiß, wo sind denn noch die Steine, die man noch benutzen möchte. So, jetzt habe ich schon einen ziemlich großen rausbekommen. Da gibt es nur die beiden, die sind gleich, also ist egal, mit welchem man kombiniert. Sind alle noch hinter Glasscheibe. Und da macht jetzt nur Sinn, das hiermit zu kombinieren. Dann ist er fertig und weitere Abräumen macht noch keinen Sinn, weil die kann man noch zusammen kombinieren, sind auch genau richtig, um nochmal zweimal drei Schlüssel rauszuholen. Also kommen die in die Schlüsselkiste und macht sich wieder neue. Der ist schon auf Stufe 2. Kombiniert hiermit kann man den dann damit
kombinieren und damit den sollte man sich noch überlassen, also ab in die Schlüsselkiste. Dann einen grünen, der kann mit den beiden kombiniert werden. Es gibt nur zwei von der gleichen Sorte, also ist egal. Den wiederum kann ich nur damit kombinieren. Also mache ich das. Und jetzt ist der auch fertig. Die lassen sich miteinander kombinieren, also kommt er in die Schlüsselkiste. Dann neuen Diamanten. Entweder hiermit oder hiermit. Dann kommt er auf Stufe 2, also diese Stufe. Und wir haben davon 3, also würde ich sagen, eher erstmal mit dem. Oh, die sind schon auf Stufe 3. Okay, ich komme also erstmal nicht weiter mit dem. Gut, dann brauche ich mehr. 2 Eier. Damit, damit oder damit. Oder damit. Wenn ich hiermit kombiniere, dann kann ich das damit kombinieren. Dann ist das fertig und kann in die Schlüsselkiste oder nochmal damit kombiniert werden. Aber ich habe ja hier noch die Schlüsselvorderteile, also noch nicht. Dann den einer, da habe ich nur noch eine Möglichkeit. Kann ich die hier zusammenstecken? Und dann packe ich den erstmal beiseite. Für später. Einen neuen. Den kann ich jetzt hier mit dem Hinterteil, dem Vorderteil kombinieren und dann kann ich den wiederum mit diesem vervollständigen und abschließen. Hier habe ich jetzt die noch zweimal. So was Neues aufbauen aus den Orangen macht jetzt keinen Sinn. Denke ich. Jetzt kann ich die eigentlich fertig kombinieren. Ich mache den mit dem hier zusammen. Dann ist der voll ausgebaut und ich kann ihn wegpacken. Und den schiebe ich, bevor ich den mit dem kombiniere. Nein. Wenn ich die kombiniere, sind sie auch auf höchster Stufe. Dann sind sie auf höchster Stufe und ich komme nicht mehr weiter. Also hilft es eigentlich nur, den mit dem zu kombinieren. Und dann kann ich sie wieder wegtun. Okay, also neues Material. Gibt es nur noch diese Seite? Dann ist es egal. Da ist nur noch der eine, dann ist es auch egal. Und den... Ich habe nur die auf noch höherer Stufe. Okay, dann kann der erstmal liegen bleiben. Da gibt es nur noch den. Den kann ich damit kombinieren. Dann ist der Schlüssel an sich fertig. Da kann ich den damit kombinieren und den damit, dann ist wieder ein Schlüssel fertig, aber der ist auch schon auf 3, deswegen kann das Ganze in die Schlüsselkiste. Den kann ich damit kombinieren und habe die Glasscheibe weg. Das ist alles Ausschuss. Alle weiteren Orangen auch. Den kann ich damit kombinieren und dann ist der fertig auf Stufe 3. Dann
kann der weg, oder? Überlege gerade, ich kann die ja jetzt damit abräumen. Alle vier. Ich lasse den mal noch liegen. Bin mir gerade noch nicht sicher, ob das Sinn macht. Zweifle eher daran, dass es Sinn macht. Gut, mit dem kann ich noch nichts machen. Dem aktuell auch nichts. Dem aktuell auch nichts. Schrott, Schrott. Den kann ich zumindest mit dem kombinieren und dann komme ich da weiter. Dem und den jetzt. Okay. Den kombiniere ich jetzt mit dem. Den wiederum mit dem. Dann habe ich den vollen Schlüssel und dann kann ich den wegpacken. Hab ja den noch auf Reserve. Nee, das macht keinen Sinn, das darauf zu werfen. Die kann ich zusammenschieben. Die kann ich miteinander kombinieren, um den freizuschalten. Macht aber auch nicht so richtig Sinn. Ja, die hier sind alle Schrott. Schrottteile kommen mal hier in die Ecke. Die blauen mache ich mal hier hin. Und dann sind noch die grünen. Okay. Also, macht es jetzt Sinn? Ne, hier war das, ne? Nein. So. Den kann ich kombinieren, dann kann ich den hierauf machen. Dann. Oh, ja. Danke für die Information. Dann kann ich den zusammenstecken mit diesem und damit hier noch einen vollen Schlüssel bauen. Und dann kann ich diese beiden auch noch kombinieren. Und zweimal drei Schlüssel. Wann ich mit dem Durchgang angefangen habe. Warum, André? So, jetzt brauche ich nur noch grüne. So, das wären 10. So, den kann ich. Ja, kombiniere ich damit. Den kombiniere ich damit. Dann habe ich die freigeschalten und den vollen Schlüssel. Jetzt brauche ich noch einen kleinen grünen. Der ist nicht klein. Den kann ich wegpacken. Einen ganz kleinen grünen. So. So, fertig. Jetzt wird alles aufgerechnet hier. Jetzt wird es aktualisiert, die Leiste. So, ich bekomme, weil ich viele rote auf dem Feld habe, einen zusätzlichen Schlüssel. 1, 2, nee, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind zu wenig. Also macht keinen Sinn. Macht nur das Sinn. Dann habe ich das abgeschlossen. Und dann kann ich wieder eine Runde spielen. Wie lange ein Durchgang dauert. Ich glaube, jetzt habe ich zu wenig Energie, um noch einen Durchgang zu schaffen. Aber du kannst gerne jetzt mal anfangen. Wir haben es 20:10 Uhr. Wir schauen mal, wie weit ich komme. Also, ich kombiniere entweder mit den Hinterteilen, macht wahrscheinlich jetzt mehr Sinn, weil wir haben hier auf den höheren Stufen eher Vorderteile. Dann kann ich nämlich hier weitermachen und habe einen fertig. Lasse ich erstmal noch drauf auf dem Board.
Damit kann ich hier einen freischalten. Macht das Sinn? Erstmal eigentlich nicht. Okay, hier habe ich die Vorderseiten und einmal Rückseite. Aber mir fehlt bei allen dann erstmal das notwendige Gegenstück zum Weiterspielen. Damit komme ich nicht weiter. So, jetzt hier wieder. Erstmal Vorderseite, würde ich wieder sagen. Das kann ich jetzt erstmal nicht weiter kombinieren. Blau. Blau habe ich nur Hinterseiten. Also gibt es keine Wahl. Ja. Kann ich damit kombinieren, dann wäre es fertig. Kann es aber auch noch lassen. Nee, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay, der ist fertig. Wieder ein ziemlich großer blauer. Dann geht es jetzt wieder schnell. Der ist fertig. Und weg. Hier erstmal die hinteren. Dann kann ich das hier weiter kombinieren mit dem. Und dann ist der jetzt erstmal fertig. Aber noch nicht. Bringt noch keine drei Schlüssel. Lass ich so. Lege ich mal zusammen. Den kann ich 1, 2, 1, ja, dreimal Hinterseite. Danach habe ich mehr Vorderseiten. Das passt ganz gut. Kann ich das hier so weiter kombinieren? Dann ist der jetzt soweit fertig. Mit einem Schlüssel. So, hier. Wieder das machen und damit kombinieren. Und den lasse ich jetzt auch so. Den kann ich hiermit kombinieren. Und dann den damit. Und dann habe ich den voll und mit drei Schlüsseln bestückt. Den damit und den damit. Würde ich sagen. Oder so rum. Spielt erstmal keine Rolle, weil der dann nicht weitergebaut werden kann. Guten Abend, Tosa! Du bist ja schon wieder da. Die sind mit einem Schlüssel. Okay. Ich spiele mal wieder Forge of Empires. Hat er gestern gesagt, dass ich mir das neue Event mal anschauen wollte? Ich glaube, das war in dem Moment, wo du da warst, oder? Okay. Jetzt macht es Sinn, den damit zu kombinieren, weil ich dann die nächste Ausbaustufe damit kombinieren kann. Dann habe ich den Schlüssel fertig. Aber noch einen nur. Okay, also weiter. Nächster. Den damit kombinieren. Dann die zusammen. Schlüssel wieder fertig. Aber nur ein. Den kann ich nur damit kombinieren. Den damit. Dann ist der Schlüssel wieder fertig, aber nur auf 1. Hm.
Den damit. Und jetzt geht's nicht weiter. Das ist hier wieder mehr oder weniger Quatsch. Macht es jetzt Sinn, den da drauf zu packen? Um den frei zu spielen? Eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Den packe ich beiseite. Der kommt auf die Zählliste. Salzig oder süß? Popcorn. Wahrscheinlich egal, auf welchen ich den jetzt packe, weil ich komme jetzt da eh noch nicht weiter. Ich brauche den dafür. So, jetzt kriege ich den dafür. Kombiniere ich die und dann ist der auch fertig. So, Moment. Ach doch, den muss ich hier noch freispielen. Den muss ich auf jeden Fall noch freispielen. Und den muss ich noch raushauen. Und damit kombinieren. Wobei, ich bin jetzt ja schon... Ja. Wenn ich die jetzt kombiniere, habe ich den... Dann habe ich den Dreier voll. Und jetzt macht es Sinn, den hier kaputt zu machen, weil mit dem kann ich nichts mehr kombinieren. Den kann ich also auflösen. Und das ist dann ein halber Schlüssel, der da rumliegt, womit ich aber nichts mehr kombinieren kann. Und den kann ich wegtun. Also, die muss ich noch kombinieren. Blau, dann habe ich das auch fertig. So, dann kann ich den kann ich einmal upgraden, dann habe ich den Dreier draus gemacht. Der ist zu klein. Der ist für die Tonne. So, dann kann ich die mischen. Moment, die sind fertig. Hier ist ein halber. Die sind egal. Ach, der ist ja richtig fertig. Und da ich... Oh, was ist denn jetzt passiert? Warum ist denn der darauf gehüpft? Ich wollte doch, dass der dahin ist. Okay. Genau, die muss ich noch miteinander kombinieren hier. Aber die müssen eine Stufe höher kommen. Und der muss nur auf 3 kommen. Guten Appetit, Onata. So, damit kann ich den auf 3 bringen und dann tue ich ihn weg. Den blauen brauche ich auch noch, um die auf 3 zu kriegen. Die muss ich auch noch höher bringen. Und da ist jetzt... Sind jetzt die Vorräte alle? Wie sind's? Boah, ist ganz gut. Rush. So. Dann sind die fertig. Dann habe ich nochmal neue Energie. Das ist gut. Die kann ich relativ schnell machen.
Da 29 rein. Al'Ulliana. Das ist die ins Cape. Zack. Dann kann ich hier die 5 kaufen. Und 3 Gebäude bauen. Dann billiger. Ist ja eigentlich egal. So. Und das ist auch noch machbar. 120 müsste ich doch hier noch zusammenkriegen, oder? Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Es hat gereicht. 10 Produktionen aus meinem Zeitalter, also ist es auch in 5 Minuten fertig. Ja, so ist das, Onata, ne? Lassen einem die Haare vom Kopf. Kleinen Biester. Okay, also, machen wir weiter. Blau. Ist okay. Ist okay. Dann kombiniere ich eben den damit. Dann ist der fertig. Geht noch nicht. Der ist zu klein. Zack. 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 Und der ist auch fertig. So, jetzt brauche ich kein Blau mehr. Zu klein. Rot brauche ich noch. Ist der fertig? Der noch hinter Glas? Nein. Die wollte ich noch kombinieren hier mit dem. Um die Schlüssel voll zu machen. Blau brauche ich nicht mehr. Sagte ich schon, ich brauche kein Blau mehr. Mhm. Dann können die zusammen, und die zusammen und die zusammen und dann habe ich das Board completed. Aber ich habe noch nicht alle Schlüssel eingesammelt. Ich will den hier schon gerne noch reinbringen. Das ist ein Dreier und den will ich auch gerne noch reinbringen. Als Dreier. Weil wenn ich jetzt hier abschließe, dann kriege ich hier keine 6, sondern nur 2. Na! Ja! Falsche Taste gedrückt. Grüne Taste gedrückt. Ja! Verdammt! Das war dumm. Das macht man auch nicht. Okay. Aber 15 Minuten habe ich gebraucht. André. 15 Minuten habe ich gebraucht. Ja, das ist es, so funktioniert's. Also ich habe Gefallen dran gewonnen. Also nach so ein paar Durchgängen gefällt's mir definitiv besser. Also wo ich es jetzt besser verstanden habe. Und wenn es so Kniffe gibt wie den gerade eben, wo man danke dir, André.
Und ich danke dir, ich danke euch, weil ohne euch, ja, der Input von euch ist ja auch wichtig. Das ist ja, ne? Also, wenn es so Kniffe gibt wie diesen, wo man hätte sich nochmal 6 zusätzliche Schlüssel holen können, hätte man noch nicht auf Continue gedrückt und dann nur 2 bekommen hat. Ja, da ist es dann auch ein bisschen, muss man auch ein bisschen mehr nachdenken und klüger klicken, denke ich. Klüger wählen. Jetzt komme ich aber nicht mehr weit mit den 100. Ich spiele die 100 noch runter und dann schaue ich mal, wie weit ich noch komme. Tyrawal, vielen Dank für deine 42 Bits. Ja, es macht Spaß, man braucht Zeit. Engel, du hast recht, es macht zunehmend mehr Spaß, definitiv. Okay, das ist wieder dieser Vierer, der eigentlich ein bisschen doof ist. Der müsste eigentlich nicht spawnen. Okay, einer. Da gibt es nur einen von. Kombiniere ich. Jetzt kann ich wählen. Da habe ich jeweils 2 von, aber wie komme ich weiter? Brauche ich den hier? Davon gibt es auch beide Varianten. Aber den hier gibt es dreimal, deswegen wähle ich jetzt die. Wo bin ich überhaupt? Achso, dann ist ja der Schlüssel schon vollständig. Hätte das nicht einschalten sollen. Ist schon ein bisschen nervig auch. Aber es funktioniert. Jetzt kann man nach der Auktion gucken. Moment mal, möchte ich das eigentlich haben? Nein, möchte ich nicht haben. Ja, ein neues Event. Das neue Anniversary-Event, das neue Geburtstagsevent. 11 Jahre Forge of Empires. Ja, also den kombiniere ich mit dem und dann habe ich den Schlüssel fertig. Aber nur eins. Kommt einem so vor, ne? Die Zeit vergeht so schnell. Aber du hast ja noch zusätzlich die Verschiebung wegen des Beta-Events. Also das kommt ja erst in einem Monat auf dem Live-Event. Auf dem Live-Server. Also jetzt macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mit dem zu kombinieren und dann kann man wiederum mit dem, ja. Dann ist der auch fertig. Diesen damit, den damit und dann ist der fertig. Grün. Grün kann ich, würde ich sagen, am besten hiermit. Dann kann ich den zusammen damit fertig machen. Blau habe ich noch die Auswahl. Nehme ich den, kann ich den damit kombinieren. Ist der fertig? Da gibt es nur den. Damit, dann ist es schon mal ein fertiger Schlüssel. Wieder so ein Vierer. Ich habe aber auch nur noch einmal den hinteren Schlüsselteil bei Blau. Das kann ich damit kombinieren. Und den. Mit dem komme ich nicht weiter. Da ist auch nur noch einmal der vordere Teil. Das heißt, im Grunde kann man hier jetzt damit 3 abräumen, weil die kriegt man eh nicht mehr weg. Die kriegt man hier eh nicht. Ach, 3 kann man ja gar nicht abräumen, weil das ja nochmal kombiniert. Da kann man nur einen abräumen, weil sonst kriegt man die ja eh nicht mehr weg. Okay. Das
Ist wieder ein Vierer, der hilft nicht viel. Und dann war es das. Naja, ich lade auf jeden Fall den Stream auf YouTube hoch. Ich cheate. Ja, Beta-Test ist Cheating, ne? Dann kann man schon mal vorlernen, wie das funktioniert mit dem Event. Ah, ich habe aber hier was abgeschlossen. Es ist nicht mein Zeitalter. Komme ich doch noch ein bisschen weiter beim Spielen. 80 Population gewinnen ist auch easy. Na, 79 reicht nicht. Und ein kulturelles Gebäude bauen. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, aber macht auch Spaß, wenn man es verstanden hat. Also André, du meinst nur den Stream hochladen, oder? Weil ich möchte... Also man könnte hier bei dem Stream sehr, sehr, sehr viel schneiden und dann ein richtiges Video hochladen. Oder man versucht es nochmal vernünftig einzusprechen und schneidet dann ganz viel, weil viele Äs drin sind und so. Aber den Aufwand möchte ich mir eigentlich nicht machen. Erneuert sich das Board um Mitternacht von selbst? André sagt nein. Also bei ihm zumindest nicht. Also, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Warum sollte es? Um Mitternacht ändert sich der Tagespreis. Das ist alles. Ich denke nicht, dass sich da das Board ändert. Okay, dann Tavernensilber ausgeben. Das ist jetzt gerade einfacher. So. Und 3 Degus aus meinem Zeitalter. Das ist schwierig. Nochmal 120 sammeln ist auch schwierig. Ich sammle jetzt erstmal alles ein und gucken, wie viel ich da schon habe. Okay, das ist jetzt der Showstopper. Vielleicht habe ich 5 Incidents. Wo ist denn? Ne, 4 nur. Okay. Ja, jetzt kann ich natürlich wieder Güter handeln. Aber dann brauche ich immer noch ein Incident oder 2 Stunden. Oder muss nochmal... ach so. Hier. Es ist so lang her. Ich habe ja auch keine Lust jetzt darauf. Genau, den Stream. Okay, ja, das ist sowieso mein Plan. Das habe ich ja immer gemacht. Dass ich die Forge of Empire Streams dann im Anschluss hochgeladen habe. So, jetzt kann ich noch ein bisschen weitermachen. Haha! Okay, ja, genau. Brauche ich mehr. Mehr davon. Da habe ich nichts zum Kombinieren. Och, ein Vierer. Da ist nur noch der eine.
Den kann ich damit, dann ist der Schlüssel fertig. Der Rest sind nur noch die Rückseiten. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall kombinieren, weil hilft eh nichts mehr. Okay, dann hier. Den damit, den damit. Ist der Schlüssel fertig und auf 3. Zack. Und dann kann ich die kombinieren und ist der auch auf 3. Achso, sind ja nur die. Der hat ja noch ein extra Klötzchen. Dann kann ich den damit kombinieren. Der ist erst auf 1. Aber ich habe jetzt eh nur noch die anderen. Nur noch die Rückseiten. Deswegen kann ich die weiter kombinieren. Das ist dann okay. Der kann da liegen bleiben. Zack. Das ist nicht die richtige Größe. Da kann ich den mit kombinieren. Die kann ich vergrößern und dann noch einen abräumen. So, die können hier rumliegen. Den kann ich damit vergrößern. Den damit und dann die vervollständigen. Doppelcash, Twitch und YouTube. Wenn Werbung geschalten wird, gibt's Money, Money, Money. Und wir unterstützen ihn dabei, reich zu werden. Stinkreich, stinkreich, Tosa, sage ich dir. Wenn ich nicht so lustlos wäre, dann würde ich auch streamen und YouTube hochladen. Das Problem ist aber, bei YouTube kriege ich keine Money, denn bei YouTube bin ich zu klein. Twitch ist ja da deutlich früher monetarisierbar. Okay. Ja. Zack. Und die blauen sind dann soweit fertig. Ja, blau brauche ich nicht mehr. Die sind soweit fertig, habe ich gerade gesagt. Ja, der reicht nicht. Blau nicht mehr. Kein Blau mehr, bitte. So, die kann ich kombinieren. Dann kann ich den kombinieren und die zusammenschließen. Und dann ist der fertig. Die sind Ausschuss. Okay, ich brauche noch einen. Kein Blau mehr. Kein Blau mehr. Davon mehr, aber Ausschuss. Ja, den kann ich ja darauf packen. Brauche ich ja nicht mehr. Also, und den weg. Und den möchte ich noch vergrößern auf einen Dreierschlüssel. Das heißt, die darf ich noch nicht vorher abschließen. Achso, die kann ich ja hier noch kombinieren. Dann kann ich den wegmachen. Board ist complete, aber halt, noch nicht. Abschließen, der hier muss noch ein Dreier werden. Kann mal gucken. Es gibt jetzt nochmal einen extra Schlüssel für Orange, aber noch Continue. Wofür kriege ich denn einen extra Orange? Achso, für den. Daraus werde ich noch ein Dreier machen. Das heißt, ich brauche nochmal Orange. Das? Nein. So, jetzt. Zack. Jetzt habe ich einen Dreier gemacht und kann ihn abschließen und
kann das Board beenden. Hab jetzt halt nochmal 30 zusätzlich Energie ausgegeben. Aber das ist okay für drei Schlüssel, denke ich. Ja. Okay. So. Dank der Werbung vorhin habe ich gesehen, dass es einen neuen Siedlerteil gibt. Cool, 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 cool. Ja, aber ich habe nicht viel Gutes über den neuen Siedlerteil gehört, muss ich sagen. GameStar begleitet es ja irgendwie schon relativ lange und die sind da immer relativ. Die Bewertungen sind da relativ ernüchternd. Denn irgendwie ist es nicht wie das alte Siedler. Das ist ja schon länger das Problem bei den Siedlerteilen. Dass sie irgendwie versuchen, an dieses schöne Gefühl dran zu kommen, was man da früher hatte. Aber es klappt nicht mehr so richtig. Wie viel ist FOE eigentlich gerade wert? Überleg mir FOE zu kaufen und GVG und was? Weitere Zeitalter auf der Karte zu packen? Hä? Auf die Karte zu packen? Tosa, du willst Forge of Empires kaufen von Inno? Mehr Zeitalter im GVG. Du willst Forge of Empires von Inno kaufen und dann die GVG-Karte erweitern, um mehr Zeitalter einzuführen? Kann man ja machen, ne? Also All Ages packt man irgendwie an Rand und so und dann baut man hier noch neue oder zweite Insel oder so, wo dann die neuen Future Eras noch drin sind. Dann kann man da noch ein bisschen GVG moschen. Ja. Das wär sogar ziemlich einfach. Das wäre ziemlich einfach. Brauchst du halt nur die Karte so ein bisschen noch erweitern, ein bisschen Design. Das kann vielleicht sogar ChatGPT für dich machen. Ja. Mach mal. Kauf mal Forge of Empires. Fände ich lustig, wenn du Forge of Empires kaufst. Ja. Okay. Ich habe die Spielmechanik, glaube ich, ganz gut verstanden. Jetzt. Und jetzt, wo ich sie ganz gut verstanden habe, kann ich ihr was abgewinnen. Pi, für dich. Ich finde es jetzt ganz okay. Also ich finde es nicht mehr so banal wie am Anfang. Also man muss schon ein bisschen drüber nachdenken. Und es ist nicht nur reines Glück, aber es ist viel Glück dabei. Und man kann die Vierer nicht gebrauchen. Kann ich nochmal sagen. Die Vierer müssen da nicht rausploppen. Ist halt eh die Frage, warum die überhaupt drin sind. Und wenn die doch eine geringere Chance haben zu spawnen, warum kommen so viele Vierer? Naja. Ja. Kisten öffnet man dann, wenn man den Tagespreis hat, der einem passt. Ich würde sagen, Adlerberg wäre jetzt mein Kandidat. Ansonsten kann man täglich spielen und täglich eine Kiste öffnen für die Preisverdopplung. Und spielen kann man halt, hat ja keinen Einfluss darauf auf die Preise, auf die Tagespreise, die man bekommt. Kann man jederzeit machen, wenn man Energie hat. Genau. Preis. Das Hauptgebäude ist sehr gut, wenn man es dann auf 11 kriegt. Auf 10 ist es so lala. Ich mache gerade ein Fazit, ne? Auf 10 ist es so lala. Auf 11 ist es toll. Aber man muss in der Silberliga landen. Aktuell. Ich hoffe, die ändern das noch auf die Bronzeliga. Ich bin jetzt nur in der Amateurliga. Jetzt bin ich nur in der Amateurliga. Ich habe ein Paket Energie gekauft. Okay, ich bin jetzt im Event noch nicht besonders weit.
Aber trotzdem, wenn man das hier zusammenrechnet, ich habe 1900. Nee, was habe ich? Wie viel Energie habe ich? Nee, 820. Okay. Nee, wer das Event durchspielt, der hat mehr. Okay, na gut. Aber man muss aktuell in der Silberliga landen, um das Gebäude auf 11 zu kriegen. Und auf 11 wird es sehr, sehr gut. Auf 11 ist es fertig, aber es bekommen nur 5% hin und es sind garantiert mehr als 5% aktive Spieler, die auch täglich spielen. Von daher finde ich es etwas unfair, dass es nur in der Silberliga möglich ist und in der Goldliga und nicht bereits in der Bronzeliga. Das heißt, Inno rückt von der Philosophie ab, dass alle, die aktiv spielen, eine gute Chance haben, das Eventgebäude fertig zu kriegen. Du kannst natürlich immer noch Pech haben und dann das nicht am Ende fertig haben. Aber inzwischen ist es halt nicht mehr nur Pech, sondern nur noch für die Top-Spieler, die Glück haben. Oder Geld ausgeben. Das ist die Alternative. Man gibt 15 Euro aus und dann ist es auch kein Problem, weil über diesen Keymaster Workshop auf Stufe 4 kriegt man ja, den auf Stufe 4 kriegt man ja diese Fragmente und da ist ja auch das Upgrade Kit dabei. Und hier kriegt man auch das Upgrade Kit. Sehe ich gerade. Hier kriegt man es auch einmal und kann Stufe 11 ausbauen. Ja. Fazit gemischt, würde ich sagen. Schöne Spielmechanik, gefällt mir. Schön, dass es was Neues gibt. Dass man die Einschränkung, dass man, dass nur noch bestimmte Leute das Gebäude wirklich auf 100% fertig bekommen, gefällt mir nicht. Aber wäre leicht zu ändern, wie gesagt. Man müsste halt das Kit auch in die Bronzeliga packen. Und dann sind, denke ich, alle, die wirklich täglich spielen, die aktiv täglich spielen, die sind dann da drin im Pott. Die kriegen dann das Ding auch voll. Genau. Okay. Also Inno, falls ihr das hört, hier noch das Kit reinpacken, ne? Befehl. Tosa, kannst du mal Inno kaufen und denen sagen, dass sie das Kit hier noch in die Bronzeliga reinmachen sollen, den Entwicklern? Wenn du den Inno gekauft hast, ne, dann darfst du das sagen. Okay. 3500 Energien erleistet. Okay, Engel. Gut. Gut. Dann wundert es mich jetzt doch nicht, dass ich noch in der Amateurliga bin. Oder was das jetzt war. Was war das jetzt? Amateur, ja. 220 Millionen Umsatz 2020 gemacht und so teuer können AVE nicht sein. Genau, wie teuer sollte es sein? Das war ja nur das erfolgreichste Spiel eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass Forge of Empires noch das erfolgreichste Spiel von InnoGames ist. Ich glaube, die haben inzwischen relativ viele andere Standbeine auch. Aber ja. Ich glaube, ganz so billig wird es nicht. Also, ich weiß ja nicht, wie viel Geld du so hast. Aber 220 Millionen klingt jetzt erstmal ist die 220 Millionen Umsatz, das ist ja auch nicht der Kaufpreis, ne? Das ist ja das, was du im Jahr umsetzt. Das ist ja nicht das, was du verdienst. Keine Ahnung, was denn der Kaufpreis ist. Was ist denn der Umsatz von. Das ist das Umsatz-zu-Kaufpreis-Verhältnis. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also generell so. Was man so verlangt denn als Kaufpreis, wenn man irgendwie einen gewissen Umsatz hat? Oder ob man sich da am Gewinn orientiert? Kein Plan. Okay. Genau, das wäre mein Fazit. Und Spielmechanik ist so ein bisschen orientiert an, was mir aufgefallen ist, an Rise of Cultures. Zumindest vom Spielbrett her. Tatsächlich gefällt mir jetzt, nachdem ich es so gespielt habe, die Spielmechanik bei Forge of Empires besser als die hier bei Rise of Cultures.
Weil hier muss man halt nur diese Sachen hier hinbekommen. Durchkombinieren. Aber durch dieses Refreshen und so und wie man das miteinander kombinieren kann und dass man da ja auch noch diese Glasscheiben, Pseudoglasscheiben kaputtschlagen muss, das hat schon was für sich noch. Auch, ja. Das hat man jetzt bei Rise of Cultures nicht. Von daher würde ich sagen, Spiel ist besser als das bei Rise of Cultures. Ah, also wenn ich mir Forge of Empires von Inno kaufe, wird sowieso alles anders. Werbung jedes Mal beim Starten des Spiels und jeder hat immer die Chance auf ein Event, auf die Eventgebäude. Wie viel wert FOE ist, findet man leider nicht. Nee, das findest du so nicht. Wahrscheinlich kannst du auch FOE nicht einzeln kaufen. Du musst wahrscheinlich ganz in Inno Games aufkaufen. Also die werden, also wenn FOE immer noch ein, nicht nur das größte Standbein ist, sondern immer noch ein großes Standbein ist, werden die das nicht einzeln veräußern, glaube ich nicht. Musst du ganz Inno Games kaufen. Dann geht es doch an die 220 Millionen. Oder wegen, also musst halt irgendwie mit dem Umsatz verrechnen, was dann der Kaufpreis ist. Ja. Engel, dann viel Spaß beim Ausgeben. Und ich bin durch. Ich bin durch soweit. Und ich würde jetzt mal die Gelegenheit nutzen, da Josie und Pi noch nicht da sind. Ich weiß jetzt nicht, was Samson noch besprochen hat mit Josie und Pi, was sie zu tun haben. Also, was Samson ihnen. Ihr wisst ja, Samson hat Josie und Pi gekauft. Ach, Josie ist ja schon online. Die spielt ja schon. Die spielt ja schon. Fleißig. Aber. Schon eine Stunde. Okay. Ja, gerne, Tyrawell. Ich hab's auch verstanden. Ich wollte es auch verstehen. Ich wollte es verstehen, obwohl ich es jetzt gar nicht spiele. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Das würde, das macht Lust auf Forge of Empires wieder, muss ich sagen. Aus dem Hä wurde ein Aha. Ja. Deshalb wird Pi nicht wiederkommen. Ach, jetzt habe ich verstanden, weshalb Pi nicht wiederkommt. Ja. Aber, ups. Ist Pi nicht hier mit dem Discord? Bei Josie? Oder schreibt er nur? Ich werde aber jetzt nicht zu Josie raiden, sondern ich werde zu meiner Frau raiden, denn das habe ich ihr versprochen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihr gern folgen, dann freut sie sich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne zuschauen. Sie ist, glaube ich, noch nicht so weit wie Josie. Aber wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr natürlich einfach zu Josie rüber wechseln. Ihr kennt ja alle, glaube ich. Alle, die jetzt hier sind, kennen, glaube ich, Staubwobel. Da sie ja auch Forge of Empires Streamerin ist, beziehungsweise war oder, naja, gelegentlich immer noch ist. Aber genau. Von daher sollte es für euch kein Problem sein, den Kanal zu wechseln, wenn ich jetzt zu meiner Frau geradet bin. Genau. Und von daher ab zu Alex. So, ich starte den Raid und ich bedanke mich. Auch Vetternwirtschaft, genau, so ist es. So ist es, André, das ist Vetternwirtschaft. Ich danke, ja, ich danke auch für den Stream. Ich hab's verstanden. Ich habe auch dank der Interaktion wieder, war super mit euch, hat viel Spaß gemacht. Nochmal danke auch für die 42 Bits an Thyrawal, die es wieder gab. Die 42-Bit-Tradition.
Und ja, ich komme vielleicht später nochmal online, wenn Alex keine Lust mehr hat, Hogwarts zu spielen und ich noch ein bisschen Skyrim spielen will, falls ich noch nicht so müde bin. Mal gucken. Okay, also ich starte den Raid. Ja, das ist die Tradition, dass Tyrawhal immer 42 Bits spendet. Die Antwort auf alle Fragen und so. Okay. Ja, dann danke euch und einen schönen Abend euch. Viel Spaß noch bei anderen Streams, falls ihr noch weiterschaut. Und dann, ja, bis demnächst. Und vielleicht noch bis später zu Skyrim. Ciao. Stelle auf Ende.